Weiter geht's. Im zweiten Teil dieses wunderschönen Abends. Und ich wünsche doch mal alle ein wunderschönes Wochenende. Und also die Leute im Livestream, die YouTube-Leute und beim zweiten Teil dieses Abends viel, viel Freude. Und für die YouTube-Leute, die diskutieren ja gerade im Chat, ja, ich petze euch das jetzt mal, die diskutieren ja gerade, welcher LKW schöner ist. Der Volvo oder der Scania. Jemand sagt zum Beispiel ein ganz anderes Fahrzeug, ja. Und dann diskutieren sie über die PS-Zahlen und ob der und dass es vielleicht nicht nach PS-Zahlen geht und vielleicht auch nach Schönheit. Der andere sagt aber, er braucht mehr PS. Der nächste sagt, er braucht mehr Schönheit, ja. Tja, das wird hier gerade heiß diskutiert. Was ist nun schöner? Die Schönheit oder die PS-Zahl? Oder besser sogar, schöner und besser. Daraufhin sagte ich den dummen Spruch, ja, der Beste ist der Iveco. Um die Sache ein wenig zu entschärfen. Ja, für die YouTube-Leute, ich muss euch ja alles petzen, was hier so im Chat geschrieben wird. Also, ja, deswegen, es musste ein wenig entschärft werden. Ja, der Iveco ist der Beste, denkt dran. In Lippenstiftrot. Oder in Pink. Also wenn ihr mir jetzt mich so fragt, der beste LKW, der beste LKW, kann ich euch leider noch nicht sagen. Ich habe noch nicht alle gefahren. Ja, mir fehlt da noch der DAF, der Mercedes und der Mann. Nein, nicht ein Mann. Ihr wisst schon, was ich meine. Genau. Ja. Dann geht's los, oder? Völlig geschmeidig, ist doch völlig geschillt. Übrigens, das ist jetzt 23.14 Uhr. Es ist schon wieder etwas spät. Die Musik für unsere Einführung habe ich vorbereitet. So ein bisschen. Bisschen was Moderneres gefunden. Erst wieder so ein kleines Vorprogrammliedchen und dann geht das große lange Liedchen los. Und dann den LKW rausziehen. Wenn wir wissen, wie. Und hier irgendwann. Iveco Volvo. Ah. Natalovia. Natalu sagt, einigen wir uns darauf, dass deutsche LKWs einfach sind. Ja. Hey Leute, ich sag euch was. Alle LKWs sind gut. Ja. Jeder LKW hat seine Vor- und seine Nachteile. Und in dem Forum, wo ich mal drin war, wo sich richtige Trucker unterhalten haben, also Leute, die damit täglich mit fahren und arbeiten müssen, ja, müssen, nicht wollen, sondern müssen, müssen, wollen. Und wo zum Beispiel vielleicht die Frau mal mitfährt oder mal ein Kind mitfährt oder zwei Personen mitfahren, wo es dann auch darum geht, wo man drin schlafen muss, ja, wie sieht es aus mit der Rundumsicht und wie sieht es aus überhaupt mit den allen möglichen von diesem LKW, da trennt sich auf einmal die Geister, ja, die einen sagen, ja, der eine LKW, der hat zum Beispiel gute Schlafmöglichkeiten, Staumöglichkeiten, dass man hinten noch so einen Schrank einbauen kann, und bei dem anderen wiederum, wenn du den Schrank einbaust, dann ist der viel zu eng da hinten, ja, dann kannst du gar nicht alles Richtige verstauen, der andere hat vorne wieder größere Fächer zum Verstauen, das ist sehr wichtig, wenn man lange Fahrten macht und nicht irgendwo überall schlafen kann. Während darum wiederum der andere schlechte Staumöglichkeiten vorne hat. Ja, und wiederum hat der andere eine gute Rundumsicht, wenn man damit fährt, während der wiederum der andere wieder nicht so eine gute Rundumsicht hat. So hat jeder LKW seine Vor- und Nachteile. Also gibt es gar keine guten oder schlechten. Man muss halt immer überlegen, denke ich mal, wenn man das jetzt wirklich fährt, in Wirklichkeit, ja, was will ich mit dem LKW machen? Wofür brauche ich den und wo setze ich den ein? Dementsprechend muss ich wahrscheinlich auch einen LKW haben, wenn die alle Vor- und Nachteile haben. Also muss ich mir überlegen, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile? Welche Vorteile brauche ich auf jeden Fall und welche Nachteile kann ich sozusagen verschmerzen? Nicht, wenn ich zum Beispiel wirklich immer lange, urig lange Strecken fahre von A nach B und habe ich immer die Möglichkeit, irgendwo im Hotel zu schlafen, brauche ich also hinten eine gute Kabine mit viel Stauraum, damit ich halt ordentlich was unterbringen kann. Oder wenn ich zu zweit fahre, stell mal vor, du willst halt deine Frau mitfahren lassen oder deine heiße Freundin, ja, und kommst und der, wie sagt man, die heißen Besprechungen sind da sehr problematisch in dem LKW, weil kein Platz hast oder so. Ja? Also deswegen, also, oder zu zweit keinen Platz hast. Oder alleine schon keinen Platz hast, weil du halt ein bisschen gewichtiger bist und gemütlicher Mensch und brauchst mehr Platz. Schon alleine im Fahrerbereich geht schon los. Ja. Ja. Also wenn man es wirklich arbeitet, ja, also nicht ETS-mäßig, sondern wenn man wirklich mit LKWs arbeiten muss, dann sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Also ganz, ganz anders sieht die Welt da aus. Vor allen Dingen, wenn du täglich in dieser Kiste drinnen sitzen musst. Du musst ja von A nach B fahren und sogar längere Strecken. Das heißt, du bist täglich da drin am Arbeiten mit deinem Gerät. So, da sieht die Welt ganz anders aus.
Also Schönheit oder PS-Zahl. Erstmal sind wahrscheinlich noch ganz andere Sachen noch auch noch. PS sowieso, man muss ja was ziehen können. Aber das haben die ja alle genug PS zum Ziehen. So, dann sind also ganz andere Faktoren wahrscheinlich wichtig. Spritverbrauch, ja, Spritverbrauch zum Beispiel. Was ich auch gelesen habe, ist zum Beispiel, wo sie auch diskutiert haben mit den Achsen und wie die Achsführung ist. Also wie zum Beispiel die Achsführung in den Kurven ist. Zum Beispiel, wie gesagt, dass ein Dreiachser, wie war das? Der Dreiachser, der bleibt besser in der Kurve, während ein Zweiachser eher umkippt. Wie war denn das gewesen? Also einer hat eine größere Kippwahrscheinlichkeit in der Kurve als der andere. Ich weiß jetzt nicht, der Zweiachser, der Dreiachser. Also alles solche Faktoren. Oder wie sieht's aus, wenn du zum Beispiel durchs Gelände mit die Dinger fährst oder aufs Gelände rauf, mal so hier Untergründe. Also wie gesagt, also nur PS und nur Schönheit ist da ein bisschen da, als wenn du es richtig so richtig siehst, sehen willst, dann musst du wahrscheinlich noch mehr Dinger beachten. Ja. Ciao. Jeder LKW hat zwei Betten und man hat genug Platz in den LKW. War 4 Jahre als Beifahrer unterwegs, von Sonntag 22 Uhr bis Samstag. Ja, jeder LKW, die Frage ist, in welchen LKW ist es halt besser, gemütlicher oder so. Wisst ihr, da ist schon immer ein Beifahrer gewesen, deswegen. Vier Jahre als Beifahrer. Na, deswegen, also. Natalu sagt, ach, Leistung des LKWs. Egal, Aussehen des Trucks ist alles. Ja, wie gesagt, also, wenn ich jetzt LKW fahren würde, ja, dann würde ich natürlich auf viele Sachen achten. Also, vor allen Dingen Wartungskosten. Zum Beispiel, was kosten zum Beispiel Ersatzteile bei so einem LKW? Das ist auch ganz wichtig. Ne? Zahlst du noch den Namen von der Firma mit? Also Ersatzkosten, also hier Ersatzteilkosten und alles mögliche. Das ganze Zeugs, also die ganzen Unkosten, die bei so einem LKW entstehen, die muss man ja auch im Auge behalten. Auch wie gesagt, Spritverbrauch und. Ja. So, gestartet haben wir ja, dann können wir ja schon mal ETS losstarten. Oder? Gibt es jetzt noch was zu machen? Ja, Kopfhörer. Warte mal, ist Musik aus? Ich glaube. Oh ja, wenn jetzt Musik nicht aus gewesen wäre, oh, Backekuchen, dann hätten wir alles verkackt. Ja, dann hätten wir alles, dann wäre die Aufnahme alles verkackt gewesen. Oh, beinahe hätten wir den Kaffee umgekippt. Beinahe. Dann hätten wir kurz erstmal eine Streampause machen müssen von einer Stunde, bis ihr alles gereinigt seid hier. Al Pacino, yeah. Chris, hallöchen. Das. Haben wir alles. Lauter mal. Los geht's. Erstmal starten wir erstmal. Muss man wieder umdenken hier. Sind wir ja wieder in Deutschland. Bin vorher woanders gefahren. Ja doch. Ja, Wochenende! Für die Horde. Ich sag, man muss ja wieder umdenken. Ja, wer es noch nicht weiß, obwohl, es steht oben im Titel, oder? Da steht ja im Moment exklusiv ATS und LS15 auf unserem YouTube-Kanal. Genau, das erste Video ist ja raus. Los, zack, rein! Volvo gleich Borg. Postbote. Beifahrer. Ich wäre gerne Beifahrerin beim hier, Tour de France, ich sitze noch im Sattel mit drauf. Nee, sag schon, bei diesen Tourenmeisterschaften, also wo du praktisch als die Karte lesen musst, vorne hier wie Walter Röhrl mäßig, ja, der fährt, sitzt daneben, liest die Karte rechts, links, aber auch ein tödliches Ding, ja.
ein Fehler da, fährst in Graben, explodiert kein Lader. Das ist auch ein tödliches Ding. Okay, wir sind in Germany. Wir gucken nochmal. Ja, in Germany. Germany, sag ich schon. Ja, nee, stimmt, ich bin ja gerade zurück aus der USA. Ja. Stimmt ja, wir sind jetzt wieder in Germany. Ich muss erstmal wieder umdenken hier. Ich muss jetzt wieder Deutsch werden. Oh, Mensch. Hast du mal Ausbildungsplatz? Bleibe ich doch lieber Postbote. Ne, Natalu macht doch ihr Ding da, oder? Ihr. Wie bist du denn doch? Natalu ist doch da noch, wo der böse Chef ist, oder? Du bist doch noch da, wo der böse Chef ist, oder? Weil du machst jetzt nicht wirklich Postbote. Hey, da kommt mir gerade so ein Gedanke, hä? So eine heiße Postbotin. Ding dong! Ja, bitte? Ich habe ein Paket für Sie. Oh ja. Bringen Sie es doch hier rein. Hey, bringen Sie es doch hinein. Nein, ich habe keine Zeit. Oh, schade. Na gut, für einen Augenblick könnte ich ja mal reinkommen. Ding dong! Was? Schon wieder ein Paket? Nein, ich habe das Paket ganz vergessen, aber kann ich trotzdem reinkommen? Aber na klar. Na, nee, auch nur für Teilzeit erstmal. Ich weiß auch nicht so. Schau mir an, ob das überhaupt liegt und aus dem Anstalt. Ja, genau. Der Chef, Natalu und der Chef. So, bevor wir erstmal checken, wir haben alles waren wir in der Werkstatt gewesen? Ja, oder? Wer weiß es noch? Umschalten? Ah, ob ich es eines Tages drauf habe mit dem Umschalten? Ich glaube, ich werde es nie drauf haben mit dem Umschalten, weil ich habe einfach zu viele Sachen im Kopf. Ja? Also erstmal regelmäßig zu wenig Schlaf. Das heißt, die Gehirnleistung ist praktisch meine 200% Gehirnleistung. Also die 200%, die ich als Mensch nutze. Also ihr wisst ja, als Normaler nutzt man ja nur 10-15%. Ich benutze 200%. Ja, so, davon ziehen wir aber wieder gleich mal ja, 200% wieder ab. Weil ja, durch... wenn man nur regelmäßig 4 Stunden schläft, 3 Stunden, ist es einfach zu wenig. Das heißt, die Gehirnleistung kann gar nicht, das Gehirn kann gar nicht auf volle Leistung arbeiten. So, dann zu viele Sachen im Kopf, ist alles zu viel. Also deswegen werde ich wahrscheinlich niemals, und das wird auch eine Weile noch so bleiben, werde ich wahrscheinlich niemals das Umschalten lernen. Ja, das klingt so traurig. Nein, das ist doch irgendwie lustig. Dafür seid ihr ja auch da. Ihr könnt mal sagen, Kursi, mal umschalten bitte. Habt da wenigstens was zum Mitarbeiten. Gut, klack. Hey, das war ein schneller Zaubertrick. Habt ihr gesehen? Hat, Kusi hat eine Kündigung ins Büro gebracht. Hat mir langsam gereicht, die ganzen frauenfeindlichen Sprüche. Frauenfeindlich. Echt jetzt? War das so schlimm gewesen? Schade, Mensch. Das ist ja scheiße. Also, scheiße sagt man nicht. Also, ich darf scheiße sagen, wenn ihr scheiße. Wisst ihr, benimmt euch, habt eine gepflegte Aussprache im Chat. Also jetzt hier nicht so Sau, Arsch, Kack, Bratzer, also muss nicht sein, ja. Wir wollen ja im Chat ein bisschen das Niveau schon hochhalten. Also ich darf ab und zu aus der Rolle fallen, weil dafür kriege ich ja dann auch von den Chat-Leuten da eine Menge Rüge, nicht? Von den Zuschauern. Ich darf ja ab und zu aus der Rolle fallen. Ihr leider nicht. Nee, aber es reicht auch, wenn ich aus der Rolle falle. Nee, aber ist doch blöde. Ist doch echt blöde. War der so schlimm? Konntest du nicht einen Plan machen, irgendwie dich einigen oder irgendwas? Schade eigentlich. Das ist irgendwie schade. Ja, umgeschaltet haben wir. Und mal, waren wir bei der Werkstatt? Waren wir in der Werkstatt gewesen? Ja, nein, wer weiß es noch. Ich bin der Meinung, wir waren drin gewesen. Dass wir unseren Scania schön frisch haben. Fürs Einmotten. Dass er schön gecremt, eingecremt wird, eingeölt, alles schön, Schrauben wieder festgezogen, ausgetauscht. Alles schön. Guck mal hier, da müsst ihr wieder ran, Leute. Guck mal hier, ist alles matt. Der ganze Tank ist matt. Der hat früher mal geglänzt wie ein Babypopo oder so ähnlich. Ja? Das heißt also, im Lager halt müsst ihr jetzt erstmal alle ran. Ja? Ihr müsst jetzt im Lager erstmal alle ran. Hier Tank putzen, die Felgen richtig. Guck mal, alles matt hier, alles schmutzig. Ja. Die Spiegel nochmal alle geputzt, die Scheiben nochmal geputzt. Ja, müsst ihr alle ran. Die Scheibenwischer ausgetauscht, die Lampen, die Glühbirnen nachgeschaut, die Blinker nachgeschaut. Drinnen Motor, Keilriemen überprüft, das ganze Zeugs im Motor, keine Ahnung, müsst ihr überprüfen. Drinne Kabine ausgesaugt, drinne Schein geputzt, draußen Schein geputzt. Was noch? Tank aufgefüllt.
Will mit einem vollen Tank drauf, wohl, ist gefährlich, einen vollen Tank, einen LKW mit einem vollen Tank einzumotten. Macht mal den Tank. Ne, so ist ja voll. Gut, habt ihr voll gemacht. Reifen nochmal überprüfen. Also ob Profil alles in Ordnung ist, nicht irgendwo Risse drin sind oder so ein Zeugs. Nochmal dran rütteln, ob die fest dran geschraubt sind. Ja. Dann können wir das Ding einmotten. Machen wir einen letzten Check. Wir sind in Berlin, Leute. Wir sind in einem Modderstein. Ey, da geht's ja bergunter, ist mir gar nicht aufgefallen. Ging's da schon immer bergunter? Ist mir gar nicht aufgefallen. Echt jetzt? Da geht's bergunter. Ist mir nie aufgefallen. Doch, warte mal, da war mal was. Ich weiß, wir sind von da hinten gekommen und hochgefahren. Und da meinte ich noch so, oh, jetzt schaltet gerade die Ampel auf rot. Das war bestimmt ganz am Anfang irgendwo. Als wir noch Probleme hatten. Weil die haben wir immer noch. Aber nicht mehr so schlimm. Inzwischen, so die meisten Abhänge kriegen wir doch meistens jetzt inzwischen in den Griff, würde ich mal sagen. Die schweren Zeiten haben wir, glaube ich, jetzt durch. Die ganz schweren Zeiten. Wisst ihr noch? Was waren das für schwierige Zeiten alles? Oh Mann. Jetzt habe ich neue schwierige Zeiten, ja? Jetzt habe ich neue schwierige Zeiten bei American Truck Simulator. Da ist ja die ganze Welt verrückt. Da ist alles verrückt. Und denkt dran, wir haben hier auch noch ganz schwierige Zeiten. Die kommen ja noch. Und zwar, ich sage nur, England. Tja, ich sag nur England. Die kommen aber, wer sich fragt, ja, wann kommt denn endlich mal England? Ich kann es euch jetzt schon mal sagen, in dieser Geschichte nicht. Ja, in dieser Geschichte kommt England nicht, weil England spielt eine wichtige Rolle im zweiten Teil. So, im zweiten Teil der Geschichte, weil wir waren ja einmal in England, das kann ich euch schon erzählen, wir waren ja einmal in England gewesen und als wir in England waren, da haben wir für Aufregung, wir haben dafür Aufsehen gesorgt. Also, das haben wir ja da gemacht. Und das war nicht gut gewesen, dass wir das gemacht haben. Und warum? Das werden wir dann in der, das erzähle ich in der zweiten Teil dann. Ja, deswegen. England ist ein wichtiger Teil in der zweiten Geschichte. Das kann ich euch schon mal verraten. Deswegen können wir nicht nach England fahren. Ja, dann los. Ach nee, Mensch, check mal. Den Motor aufheulen lassen habe ich ja schon mal. Linker rechts. Ja, geht noch. Blinker links. Ja, die werden ja sowieso gleich nochmal überprüft. Aber wir müssen ja mal auf die Straße. Also müssen wir es jetzt natürlich auch nochmal überprüfen. Halt, nee, erstmal Warnblinklicht. Warnblinklicht geht, ja. Standlicht. Normallicht. Fernlicht. Tsch. Tsch. Geht. Freut euch alle. Linker rechts. Linker links. Warnblinklicht. Ja. Verstellbremse. Geht. Bremse kommt sofort. Naja, hat sich ja einer von euch drum gekümmert. Na also, warum nicht gleich so? Dann rein. Boah, wie schnell ich gerade den Gang eingelegt habe. Zieh. Boah, Natalu, du schreibst Romane. Denk dran, ich kann nicht so lange lesen, Mensch. Ich muss hier fahren. Ich muss hier die Macht an. Darf ich das verraten, Natalu? Du fährst ja auch American Truck Simulator. Das darf ich ja verraten. Darf ich auch verraten, für welche Firma du fährst? Du fährst ja für die gleiche Firma, wie ich fahre, sozusagen. Oh ne, scheiße, jetzt habe ich ja verraten. Ne, das weiß ja nicht jeder. Das wissen ja nicht alle. Ja, wer Lust hat, kann sich dieser Firma anschließen. Was schreibt denn Natalu? Der Mann ist, was, menschlich gesehen, Abfall. Bin froh, daraus zu sein. Vor allem das Schlimmste war ja, dass er ernsthaft hieß, samstags immer arbeiten. Einmal in der Woche dafür frei. Mittwoch sollte ich frei haben, wurde auf Freitag verschoben. War verabredet immer mit meiner, ja genau, Freundin am Donnerstag, nachdem Spanien, oder genau, die war in Spanien. Das Schlimmste dann am Freitag wollte er mir auch noch abnehmen. Und als Entschuldigung durfte ich einen halben Tag früher gehen. Das ist echt. Dann ist der Chef aber wirklich mal, wie sagt man, wie kann man das jetzt nicht sagen? Ich habe ja hier eine Vorbildfunktion. Unser Kanal hier hat ja hier, wir haben ja hier einen Bildungsauftrag. Ich sage das immer aus Spaß, ja, mit dem Bildungsauftrag, weil alle YouTube-Leute sagen ja immer,
oder überhaupt überall sagen die Leute mal, ja, wir haben keinen Bildungsauftrag. Und weil alle mal sagen, sie haben keinen Bildungsauftrag, sage ich mit Absicht, wir haben einen Bildungsauftrag. Einfach nur so aus Spaß. Nee, wir können ja trotzdem sagen, wir haben einen Bildungsauftrag. Vielleicht bildet sich auch einer hier bei uns, kann sein. Ab und zu haben wir ja tolle Tipps auf Lager. Zum Beispiel, wie steigt man aus bei ETS? Also haben wir ja was gebildet. Also haben wir sozusagen unseren Bildungsauftrag erfüllt. Wir haben ja den Leuten erklärt, wie man aussteigen kann bei ETS. Also war es ja so eine Art Bildungsauftrag. Ah, da habe ich drauf gewartet. Da ist wohl etwas gerade, hoppala, gegangen von uns. Ich fühle mich so, als ob noch irgendwas fehlt. Leute, fehlt uns noch irgendwas? Nö, oder? Außer Kirschstreusel? Und denkt dran, immer alle nett sein im Chat. Immer lieb und nett. Genau, Nathalou, auch nett Tschüss sagen, wenn jemand gehen muss. Immer nett verabschieden. Denn wir wollen ja ein bisschen Style haben, ein bisschen Niveau. Wir müssen uns nicht auf dieses andere Niveau herabbegeben, ja? Deswegen immer nett sein, zuvorkommt. Ganz nach dem Motto, der Klügere gibt nach, nachdem er halt den 45er gezogen hat, den anderen erschossen hat. Danach kann man ja in Ruhe nachgeben. Ja, elegant. Nicht? Man gibt nach, also man zieht den Revolver mit der 45er, drückt ab und sagt, ich vergebe dir. Logisch. Ganz nach Clint Eastwood-Art. Erstmal Krokodilen lösen. Guck mal, habt ihr gesehen, wie der andere weggeheizt ist und wie langsam der gefahren ist? Der scheint also schwer beladen zu sein. Ja, das kennen wir. Wir haben auch manchmal ganz schön gebraucht, bis wir in Fahrt gekommen sind mit unseren LKW. Komm mal los. So, vorsichtig hier rüber. Nicht, dass wir uns wieder was kaputt machen, unsere Reifen oder so. Vorsichtig, habe ich gesagt. Ah, da gesehen, ich habe genau oben auf der Kante nicht stehen geblieben. Ah, Mensch. Yes. Wir drehen noch mal eine Runde um den Parcours, hä? Guck mal, wie, als ob alle wissen, dass wir jetzt unsere letzte Fahrt machen. Guck mal, wie alles schön frei ist. Das ist richtig gruselig, oder? Als ob uns alle hier, als ob irgendwo Schranken aufgestellt worden sind, damit wir in Ruhe unsere letzte Fahrt hier machen können. Das ist richtig unheimlich. Richtig gruselig, oder? Irgendwas haut hier nicht hin. Übrigens, ich hatte ja auch rumgestellt, ja? Ich hatte ja American Truck Simulator installiert. So, und habe dann versucht, die Einstellung von American Truck Simulator auch bei ETS rüberzuholen. Aber der Slipstream scheint sich davon nicht beeindruckt zu fühlen, also leider. Aber naja, gut. Wir haben uns ja auch ein bisschen an ihn gewöhnt. Von daher, ich habe gedacht, das wäre jetzt... Warte. Ich habe gedacht, das wäre ein brillanter Schachzug, ja? Einfach die Einstellung von American Truck Simulator rüberzuholen, aber unterm Strich war es dann halt, ja, wahrscheinlich... Oder ist jetzt weniger der Slipstream? Kann ja sein. So weit fahren wir denn noch? Da vorne ist die Welt, da geht's raus in die Welt. Genau, also dann biegen wir jetzt hier rum. Ja, an den Pfann, denk dran, sonst muss ich dich bannen. Persönlich. Du weißt, irgendwann, du bist auf der, du stehst, oh Mann, da bin ich aber gut. Du stehst immer gefährlich auf der Bannliste, Ninfan. Weil du immer stresst. Da, 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 da. Denk dran, du stehst auf der Liste. Auf der schwarzen Liste. Da würden alle stehen. Egal wer, meine Tochter, Nathalou, der liebe Gott. Alle, wenn sie anfangen zu stressen, kommen auf diese Liste und irgendwann schlägt dann der Hammer zu. Stress haben wir doch schon genug im Alltag. Ja, dann brauchen wir den nicht noch hier im Livestream. Das haben wir schon alles im Alltag genug. Da, 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 da. Und wir müssen uns links einordnen. Jetzt müssen wir wieder überlegen, wie wir das machen. Wir müssen bis zu dem LKW, bevor wir einsteigen, und dann müssen wir die Musik starten. Dann muss ich ja meine Brille aussetzen. Die sind ja alle schon da, die warten ja schon alle schon. Also die kleine Gesellschaft, diesmal war nur eine kleine Party, weil letztes Mal ist es so ausgeufert, wo wir eine Party gemacht haben. Da war ja richtig böse was los gewesen. Das war ja, also oh wei. Das war ja, die letzte Party war die Platzeinweihungsparty, oder? Ja, das war, da haben wir ja so eine Bambude gemacht, das war am nächsten, wir waren glaube ich für... Und guck mal, ist so ruhig hier, die lassen uns alle schön hier, guck mal, als ob alle das wissen.
können wir ganz geschmeidig rumziehen hier. Richtig gut. Guck mal, sogar, jetzt fahren die auf dieser Seite. Jetzt sind wir auf dieser Seite, haben auf dieser Seite unsere Ruhe. Vorhin waren wir auf dieser Seite, da war hier was los. Jetzt sind wir auf der Seite, jetzt ist da was los. Voll cool, oder? Als ob die wissen, bloß jetzt nicht stören, sonst wären wir gebannt. Also jetzt hat er, ne? Nicht gebannt, sondern 45er und so. Was wollte ich sagen? Ja, das war die letzte Party, war die Platzanwärmungsparty, oder? Ja, und da haben wir so wilde Sau gespielt. Das war so eine Party, da haben, glaube ich, noch zwei, drei Wochen später oder einen Monat, einen ganzen Monat standen wir auf den Titelseiten in einer Zeitung. Wow, wir holen so zum ersten Mal einen LKW aus unseren neuen Dings raus. Würdest du dich selbst auch bannen? Ne, ich bin ja geschmeidig, also, oder? Ich mache keinen Stress. Ja, theoretisch müsste ich mich jetzt auch bannen, weil ich habe, was heißt nicht theoretisch, der Plan war so gewesen, ich mache bei YouTube, mache ich so 180 Videos dieses Jahr und dann erstmal, keine Ahnung, Pause oder so. Das Problem ist, wir haben jetzt, glaube ich, 190 Videos drin. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt aufhören mit Livestream und mit YouTube und müsste dann erstmal ins Kloster gehen. Aber Natalu meinte, ich darf nicht ins Kloster, ich soll nicht ins Kloster gehen. Ich dachte, ich gehe jetzt ins Kloster und, ne? Weil Kloster ist echt Porno, hä? Und wenn du richtig gut bist, dann wirst du sogar noch befördern. Dann kriegst du diesen Knutschring und dann kannst du mal, ne, die anderen knutschen. Also, wenn du praktisch diese weiße Mütze umkriegst, kriegst du so einen weißen Mantel an, so eine weiße Mütze, dann kriegst du diesen Knutschring. Und wenn du diesen Knutschring, den hältst du so hin, dann kommen die ganzen Schwestern an und da lecken und knutschen an den Ring so rum und geilen sich so richtig auf. Pfui, ne, aber ist ja so. Und dann geht's richtig los, ne? Also, wenn die sich da in Stimmung gebracht haben, die müssen erstmal den Ring abknutschen und dann geht's aber richtig ab. Ich weiß, man glaubt man kaum, ist aber so. Deswegen, also. Aber es ist dann kein Kloster mehr, das wäre dann die Kirche. Ich wollte ja ins Kloster, ist nicht ganz so versaut. Also, ich wollte jetzt nicht in die Kirche wäre natürlich eine Idee. Dann sozusagen sich hochschlafen zum Papst wäre ja nicht schlecht, aber. Ich bin da, glaube ich, noch zu jung für, da muss man älter sein. Die nach zwei Tagen im Kloster rauswerfen. Nein, Mensch! Ich will die doch bekehren alle. Oder nicht bespringen, bekehren. So, Leute, wir müssen uns erstmal überlegen, wie machen wir denn das jetzt? Wir fahren vorne rein. Warte mal. Ja. Und zwar rückwärts. Das ist spannend wieder. Ich brauche meine Brille. Da muss ich jetzt wieder die andere Brille nehmen. Diese hier. Oh Mann, dann sehe ich ja wieder nichts. Nein, Kursi aus Kloster ist böse. Die foltern dich dann. Die foltern dich dann. Außerdem kann Natalu dich dann nicht besuchen. Doch im normalen Kloster glaube ich schon, oder? Bloß in die Kirche kann sie nicht so ganz. Ist nicht so ihr Ding. Aber ich denke mal, ins Kloster kann sie doch kommen. Kommt auf das Kloster drauf an, was es für ein Kloster ist. Kann ja auch ein satanistisches Kloster sein. Ja, wo die Kreuze halt anders rumhängen und wo noch komische Drachen so als Figuren rumstehen. Kann durchaus sein, ne? So ein Kloster ist ja, ne? Und wo sie halt schwarze Gewänder tragen, statt weiße. Ja. Ah, genau, wir fahren nochmal tanken. Wir haben ja eine Mensch, wir haben noch eine Tankstelle hier. Und dann fahren wir hier rückwärts rein. Ganz nach Art dieses LKWs. Mensch, wie viele Autos heute hier da stehen. Alle da. Ganz alle Plätze fast belegt. Wie spät haben wir es denn? 11 Uhr vom Sonntag. Du, an unserer eigenen Tankstelle. Die wir uns schwer erarbeitet haben. Motor aus. Zack. Also Licht aus, Motor aus. Tanken bitte. So, springt mal einer raus, tank mal bitte. Dann kann ich drinnen bleiben. Okay. Wow. Echt jetzt? 156 Liter, 156,80 Liter haben wir getankt? Für 195 Euro? Sag mal, ich dachte, wir sind voll. Was? Viel zu viel Religion. Da bluten meine Augen, Ohren und ich verblöde. Oh, Sekunde zu Sekunde. Immer mehr. Nee, ich gehe da nicht hin. So, dann rein. Ich kann es gar nicht glauben, Leute.
Könnt ihr es glauben, dass wir jetzt gleich einen anderen LKW haben? Und Leute, ich bin bei American Truck Simulator gefahren, ich habe Strafzettel bekommen. Was habe ich da abgelost? Aber war cool gewesen, war richtig cool. Hat echt Spaß gemacht. Aber das Tor hat gerade Bums gemacht. Können wir jetzt schon rumschwenken? Naja, sieht doch schon mal nicht schlecht. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus, glaube ich. Wow, stimmt. Perfekt auf einer fast. Echt? Drei Strafzettel waren es? Habe ich drei Strafzettel? Es hat auf jeden Fall, und Polizei war auch irgendwie zu hören. Richtig übel. War richtig übel, Leute. Ah, ja. American Truck Simulator. Kann man ja oben hier im Titel sehen, oder? In unserem Übertragungstitel. Ich überlege, ob ich das nach vorne rücke. Ich muss mal sehen, ob ich das so rücke, dass man es gut sehen kann. Zwei Unfälle. Ninfer weiß Bescheid. Hat doch keiner gesehen. Ich glaube, das Video hat noch gar keiner gesehen. Das kennt gar keiner. Rein. Na, wieder nur, warte nur, wo denn? Hinein! Schön langsam, wir wollen schließlich nicht das ganze Lager, die ganze Halle vergasen. Was für eine riesige Halle. So, wo müssen wir denn? Drücken Sie folgende Taste um. Das ist Schlafentaste, oder? Wir müssen zu dem grünen Ding. Richtig? Musst du mich so erschrecken? Und ich muss aufs Töpfchen. Aber erstmal an den LKW, dann gehe ich aufs Töpfchen. Drücken Sie folgende Taste. Du hast den Polizeiwagen gerammt? Nee, bestimmt nicht in dem Fall. Ich ramm doch nicht den Polizeiwagen. Dann hätte ich ja alles falsch gemacht. Ich habe bestimmt nicht den Polizeiwagen gerammt. Das wär ein Riesenfehler gewesen. Ich habe bestimmt nicht den Polizeiwagen gerammt. Da gab es schon. Ich habe auf jeden Fall Polizei gehört. Auf der Flucht, hä? In USA auf der Flucht. Schöner Truck-Sound. Schöner rumgerührtes Ding. Irgendwann sagt doch, ich habe da nicht einen Polizeiwagen gerammt. Echt jetzt? Der Kennwort ist Beste, was ist Beste, der ist voll. Hübsch bekomme ich so eine von dir an meinem Geburtstag. Wow, Nadalu wieder, Nadalu. Erst wenn du eine Vampirkönigin bist. Du bist ja noch sozusagen in der Ausbildung als Vampir. Du bist ja noch keine Königin, wenn du eine Königin geworden bist. Du bist ja noch in der Vampirausbildung. So, los, was mach jetzt? Also drück auf jeden Fall erstmal die ganz frech die Enter-Taste. Guck mal, das ist er schon. Da ist es schon, hä? Sag mal, passt hier eigentlich noch ein LKW rein? Ich meine, das spielt jetzt keine Rolle mehr, weil die Geschichte ändert sich, ja? Passt hier noch ein LKW in unsere Garage rein? Bin ich schon, sagt Matalu. Aha. Aha, aha, aha. Passt hier noch ein LKW rein oder haben wir die Garage eigentlich voll? Weiß das jemand? Weil da ist ja noch ein Platz frei eigentlich. Oh, da kommt die Harry Potter Frage. Ihr könnt übrigens noch ein Ecke passt rein. Naja, aber spielt jetzt keine Rolle mehr. Die Geschichte ändert sich ja jetzt. Und sag schon. Ich wollte was sagen, jetzt ist der Fahnen weg. Zu viele Sachen im Kopf. Was wollte ich denn sagen? Irgendwas mit Natalu? Dann war irgendwie mit dem LKW? Man muss es rekonstruieren. Ist weg. Mein Schädel dröhnt ein wenig. Im Moment denke ich nur an den Pfannkuchen, den ich noch habe. Ich habe noch einen Pfannkuchen.
Ach Mensch, wisst ihr, was ich euch erzählen muss? Eine erschreckende Nachricht. Ja? Erschreckende Nachricht? Wie kann man die vergessen? Ja, ich habe viele, viele, viele Nachrichten, auch viele erschreckende. Also eine von den erschreckenden Nachrichten, ich habe vor kurzem eine erschreckende Nachricht bekommen. Ja. nee, wirklich. Echt, Cosima, du hast erschreckende Nachrichten. Ja, echt, die Welt geht unter. Nein, und zwar, die erschreckende Nachricht ist, also ganz freundlich und liebreizend, wie ich so bin, nichts böse ahnend, ging ich praktisch vor einer Weile jetzt, vorgestern, es ist schon wieder lange her, ging ich, war es gestern oder war es vorgestern, da ging ich auf jeden Fall nach draußen. Ich mache es ein bisschen spannender, hey, logisch geht man raus. Also ich ging nach draußen, wollte ich dann einkaufen gehen oder war das, ich ging nach draußen und dann kehrte ich so bei meinem Bäcker ein. Und während ich so einkehrte bei meinem Bäcker, waren ungefähr ja gefühlte 3 Millionen Kinder dort bei diesem Bäcker. Ja? Also es, weil in meiner Gegend, wo ich wohne, da gibt es 2 Schulen und einen Kindergarten. Und die gehen alle zu dem Bäcker. So, also 3 Millionen Kinder, gefühlte 3 Millionen Kinder waren da. Und ich dachte mir, hey, wow, was ist denn hier los schon wieder? Und es war schwierig, zur Theke zu kommen, zu dem Bäcker. So, dann war ich bei diesem Bäcker und da meinte er, Mensch, ja, ja, es ist, wir hören auf. Mein, wie hört auf? Davon weiß ich ja gar nichts. Wieso weißt du es nicht? Alle wissen schon. Und ich dachte gerade in dem Moment, ja, hier sind Millionen von Kindern. Also alle Millionen von Kindern wussten es wahrscheinlich schon lange. Also alle wussten, der einzige Mensch, der es nicht gewusst hat, der war ich wahrscheinlich. Ich habe mich gerade so wie der letzte Mensch gefühlt. Ja, toll. So nach dem Motto, gerade sind so viele Menschen. Und er sagt so, ja, wussten eigentlich alle. Also ich doch auch. Also es ist dann schwierig, wenn um dich 1000 Millionen Kinder sind. Und er sagt, ja, es wussten noch alle. Ja, sondern dann fühlt man sich so ein bisschen benachteiligt irgendwie vom Wissensstand her. Und ja, wir hören auf. Und dann dachte ich so, oh Scheiße, also mein Bäcker hört auf. Mein Bäcker hört auf. Und dachte ich mir, oh nein, das kann nicht sein, um es mal jetzt zu rhymen. Und er meinte, ja, aber das geht irgendwie weiter, es kommt halt kommt ein anderer, der das übernimmt. Also der hört auf und das übernimmt dann ein anderer. Er meinte, der Bäcker bleibt aber wohl. Aber es, und dann kommt da vielleicht noch irgendwas anderes mit dazu oder mit rein oder so. Das war natürlich erstmal eine erschreckende Nachricht für mich, weil ich habe da mal meine Pfannkuchen, nee, meine Kirschen, nein, meine Streuselschnecke geholt und meine Brötchen. Pfannkuchen hat er ja nicht. Also die hat er mal so zwischendurch mal zufallmäßig gehabt, also die Pfannkuchen. Und ich weiß, interessiert kein Schwein eigentlich, aber ich will es euch trotzdem erzählen. Und Kirschstreusel hat er auch nie gehabt. Ich habe mir gedacht, Mensch, besorg doch mal auch mal Kuchen, mach doch mal andere Kuchensachen und so. Nee, der hat immer so seine speziellen Sachen gehabt, so seine Special-Dinger. Ja. Was? Und das mit Sonne ist was? Was redet ihr da? Ja. Deswegen, also das war eine erschreckende Nachricht. Ja. Also der Bäcker hört auf. Wie gesagt, ich hatte praktisch, das war von meiner Wohnung aus ein Katzensprung. Es ist von meiner Wohnung aus ein Katzensprung. Das ist ein Wunder, dass ich eigentlich so dick bin, weil ich könnte theoretisch könnte ich jeden Tag locker zum Bäcker oder so. Ich brauche nur so machen eigentlich so. So Armlänge, ja, kannst du sagen. Und ja, man gewöhnt sich auch an seinen Bäcker, ja, wenn man da mal hingeht. Und vor allen Dingen, ich wurde bevorzugt behandelt. Ich habe ja praktisch schon mal gesagt, bei denen gab es immer weiße Brötchen, also hellere Brötchen. So. Und ich mag aber eher so knusprige braune Brötchen, also schön extra braun, ja. Also nicht so diese weißen labbrigen Brötchen, sondern ich mag richtig braune Brötchen. Halt richtig gebackene braune Brötchen, so typisch Deutscher, keine Ahnung. So, und die anderen, aber meistens hat er ja immer nur diese weißen Brötchen, die normalen Labberbrötchen gehabt. Und das, ich will braune, knusprige Brötchen haben, so. Und deswegen hat er für mich dann immer, wenn ich habe dann immer braune, knusprige Brötchen bekommen. Das heißt, jetzt kommt ein neuer Bäcker, jetzt muss ich die erstmal kennenlernen und dann muss ich die fragen, ob die mir dann auch immer so schöne braune Brötchen machen. Tja, ihr seht, das war die erschreckende Nachricht. Was die da wieder reden. Leute, ihr stellt den Leuten intime Fragen. Natürlich habe ich Haare auf dem Kopf und habe auch eine Nase und 2 Ohren. Logisch, habt ihr das nicht? Gut, das war doch mal eine interessante Story, oder? Seid mal ehrlich. Ja, bin mal gespannt.
Ja, ach so, ja, genau, er meinte so, also erstmal hat er gesagt, ja, wir machen zu. Ich meinte schöne Ferien, weil jetzt sind ja Ferien, genau, schöne Ferien, deswegen waren noch alle Kinder, die haben sich sozusagen alle nochmal verabschiedet in dem Laden, ja, also Milliarden von Kindern, die haben sich erstmal alle verabschiedet. Und da meinte er ja, ich meinte dann auch so, genau, bis nach dem Sommer, bis nach den Ferien und so, er meinte, ja, wenn ich zumache, danach, wir sehen uns nicht mehr wieder. Meinte ich, ja, ist klar, sind ja Sommerferien und so. Er meinte, nee, ich komme da nicht zurück. Ich meine, wie, du kommst nicht zurück. Ja, und genau, ich meinte, schöne Ferien und so, man sieht sich. Und er meinte, nee, wir machen ja zu und dann sehen wir uns nicht mehr wieder. Ich dachte, ja, ist klar, sind Ferien. So, und dann kam der Spruch, nee, nach den Ferien komme ich nicht zurück. Ich meine, wie, du kommst nicht zurück. Na, wie wusstest du nicht? Das wusste doch schon jeder hier. Wir machen zu. Was? Oh, Schmerz, oh, Schmerz. In dem Moment so, ist so ein Lächeln. So, wie, wusste doch, wir sehen uns doch wieder nach den Sommerferien. So ein Lächeln, so, wir sehen uns doch wieder nach den Sommerferien. So, nein, wusste, wir hören uns. So völlig so, ja. Du versuchst noch zu lächeln, obwohl er eigentlich schon eigentlich weinen möchte. So, nicht wirklich, aber stellt euch immer die Zähne so vor. Ja, du willst eigentlich, lächelst, aber willst eigentlich weinen. Oder so. So. Okay. Wie verfahren wir jetzt? Das Übliche, oder? Man klickt irgendwie drauf und dann einsteigen. Der letzte Spruch ist irgendwas mit Einstein, glaube ich. Nicht Einstein, also nicht Einstein, sondern einsteigen. Klack! Volvo FH16 Classic. Sleeper, hä? Die Sleeper-Variante. So, wie geht's jetzt weiter? Nee, wir müssen zu diesen, woanders hin. Wir müssen woanders hin. Übrigens, wie es dann weitergeht, die Geschichte, das erzähle ich euch dann, wenn wir so, sagen wir mal, über 200.000 Euro haben. Dann erzähle ich euch, wie es weitergeht. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen was zu sparen. Wir haben jetzt 78.000, das heißt, bis 200.000 können wir es mal sparen. Ja. Dann erzähle ich euch, wie die Geschichte. Na, sagen wir mal, nee, sagen wir mal ein bisschen früher schon, ein bisschen früher. So, keine Ahnung. Irgendwann mal, also auf jeden Fall im Laufe bis 250.000, 200.000 so, geben wir uns mal ein bisschen Luft, erzähle ich euch dann, wie es weitergeht. So, jetzt muss man da rein draufklicken, oder? Wie war das jetzt? So. Einsteigen. Wie war das? Wir steigen erst ein, warte mal, ihr müsst mir nochmal helfen. Ihr müsst mir nochmal helfen. Wir steigen jetzt hier ein. Warte mal. Wenn ich jetzt hier auf OK drücke, dann sind wir zwar eingestiegen, aber wir sehen ja den LKW noch nicht. Wir sehen den LKW ja erst, wenn wir mit Escape wieder rausgehen. Ist das richtig? Also jetzt steigen wir zwar ein, aber wir sehen, es passiert ja noch nichts, richtig? Und wenn wir dann mit Escape rausgehen, dann sehen wir den LKW. Ist das richtig so? Weil wir in der Musik einschalten und so, dass wir die Musik machen können. Und meine Brille aufsetzen so. Richtig? Wir steigen jetzt nur ein und dann müssen wir aber praktisch mit Escape rausgehen. So war das doch, oder? Also intime Fragen beantworte ich hier nicht. Ja, denk mal dran. So. Was? Da muss ich den. Na genau, Natalu. Danke, Natalu. Danke, vielen Dank, liebe Leute. Vielen Dank. Von mir gibt es schon so viele Informationen. Ihr müsst, wer es wissen will, ihr müsst mal ETS 001 anfangen zu schauen. Ihr glaubt gar nicht, was wir da alles schon besprochen, was es alles gibt. ETS hier ist ja unser Livestream-Leben, kann man sagen. Also, wir haben ja mit ETS angefangen, mit Livestream und mit ETS. Das heißt, da passieren so viele Dinge auf diesem Weg. Ja? Von ST001 bis jetzt passieren so viele Dinge, das glaubt ihr gar nicht. Und dann gibt es ja auch noch meine Webseite. Da kann man noch so viel lesen über mich, über meine Webseite. Da ist ja dieser Menüpunkt über mich. Da gibt es auch noch mal drei Seiten zu lesen. Vier Seiten. Und also es gibt so viel. Und wer da immer noch nicht genug hat, geht auf die Facebook-Seite. Da erzähle ich ja auch so ein paar Dinger so, ja, auf der Facebook-Seite. Also es gibt echt viel zu sehen. Also dann weiß man schon so viele Sachen, da weiß man schon so echt mal so viel. Ja. So, wie machen wir es? Farmer sagt, ja, das ist richtig. Aber Farmer kenne ich noch nicht. Farmer hat sich noch keinen Namen hier gemacht, weiß nicht, ob man denen trauen kann. Naja, verhaut er uns das. Will uns das versauen oder so. Deswegen weiß ich nicht, ob man ihnen trauen kann. Da würde ich eher schon Ninfan trauen. Der war bis jetzt immer zuverlässig mit den Sprüchen. Aber Ninfan hält sich in Schweigen. So, wer weiß es? Wir klicken jetzt hier auf Ja, dann passiert aber noch nichts. Und wenn wir dann rausgehen, dann sehen wir den LKW, richtig? Oder passiert hier passiert noch nichts. Ich habe das schon wieder vergessen. Ganz klassisch. Schaut mal, der ist auch wieder 540 PS, werksfrisch. Übrigens, warte mal, wie Scania. Wir sind jetzt, sag mal, wie viel? 8.057 Kilometer gefahren. Immerhin schon mal mehr als mit den Renault. Schaut mal. Auf der Straße, was steht da? Täglicher Profit.
Das heißt, mit dem Renault haben wir bis jetzt am wenigsten zurückgelegt. Und mit dem Dings hier, Iveco, haben wir natürlich richtig. Normalerweise haben wir mit dem Iveco noch viel mehr gefahren. Wir haben ja ab Titanium wieder neu anfangen müssen. Das heißt, wir sind aber vor Titanium, sind wir auch schon reichlich gefahren. Das heißt, theoretisch haben wir mit dem Iveco viel, viel mehr Kilometer drauf. Hey, Natalus, du bist ja richtig so eine vorbildliche sag schon, Moderatorin, Mensch. Richtig cool. Richtig cool. Okay, ich klicke mal drauf. Ich bin der Meinung, wir müssen jetzt raus und dann. Genau. So, jetzt sind wir drinnen. Und jetzt, wenn wir jetzt mit Escape rausgehen, dann geht's los. Okay, dann muss ich meine vorbereiten. Dann geht's los, oder? Lin van Sack, Farm hat recht. So. Klack. Da müssen wir jetzt auf wie viel Lautstärke? Wir machen das erste Lied mal ganz laut, weil das immer leiser ist. Und beim zweiten Lied müssen wir wieder leiser machen. Auf 65 oder so. Also bereitet euch vor, es könnte laut werden, hä? So. Warte mal nochmal, ich will noch was gucken. Währenddessen werden wir mal das Dings abschalten. So, wir schalten das mal ab und machen es nachher dann wieder an. So, dass wir uns ungestört sozusagen unsere Dings machen können. So. Voll die Spannung. Das ist die Spannung. Der Sport wieder. Okay. Test es. Ich will nur mal gucken, alles richtig. Genau, wir gehen jetzt hier mit Escape raus. Vorher starten wir die Musik und wenn die erste Musik fertig ist, dann die zweite und dann gehen wir raus. Kriege ich das alles hin ohne Brille? Wir werden es. Ach so, ich kann ja mit Brille dann gar nicht sehen. Dann muss ich nach Gefühl leiser machen. Warte mal, wie viel sind dann? Wie viel muss ich auf den grünen Balken schauen? Warte mal. Dass wir runter auf 60 machen. Das heißt ungefähr so. Das sehe ich wahrscheinlich mit bloßem Auge. Also ungefähr so ist dann 60%, 65%. Wir brauchen jetzt aber für das Lied, was leiser ist, brauchen wir 85 so wahrscheinlich. Ihr versteht euch gerade alle nicht da, oder? So, warte, ich muss Brille absetzen. Achtung. So, Leute. Bereitet euch vor, die Party beginnt. Wir holen unseren LKW raus. Mama ist. Ich. So, sehe ich jetzt nicht ganz so honkig aus? So. Ich muss ja praktisch die Geschäftsbrille aufsetzen. Ja, ich komme gerade, wie sagt man, aus Schweden. Oh, ich sehe gar nichts, Leute. Ich sehe gar nichts. Also, wir kommen ja gerade aus Schweden. Besser gesagt, ein paar sind ja schon auf dem Platz gewesen wieder. Ich komme aus Schweden gerade mit den ganzen Leuten, ne? Frisch rein nach Berlin und ja, um den neuen LKW zu holen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt alle das Ding richtig zusammengeschraubt, richtig gewartet und nicht, dass wir jetzt einsteigen und die Kiste fällt auseinander, ja? Sonst gibt es natürlich wieder Strafarbeit auf dem Platz, logisch. Okay, starten wir erstmal das erste Lied und dann, oh Mann, ich weiß nicht, wie wir es hinbekommen. Mal sehen. Wir werden es auf jeden Fall, wir verhauen es ja sowieso, das sind wir ja gewöhnt. Also ich hoffe, wir verhauen es nicht ganz so böse. Okay, na los. Seid ihr bereit? Applaus bitte, klatschen, es geht los. Oh Mann, wir kriegen unseren nächsten LKW. Aber ey, denkt dran, versteift euch nicht immer so auf diese LKWs. Ja, die Geschichte besteht nicht nur aus diesen 7 LKWs oder so. Ihr müsst mal das Globale sehen von dieser Geschichte, ja. Es geht hier nicht nur um diese LKWs, so nach dem Motto, hey, lass mal schnell den nächsten LKW kaufen. Hey, lass mal schnell den nächsten LKW kaufen. Hey, lass mal schnell den nächsten LKW kaufen. Weil irgendwann hast du ja die LKWs. Die Geschichte muss ja dann irgendwie weitergehen. Also deswegen, also der Hauptpunkt von dieser Geschichte sind nicht diese LKWs. Das ist einfach nur ein diese LKWs sind nur ein zusätzliches Schmankerl, so. Also auf dem Weg zum Ziel, ja. Auf dem Weg zum Don, ja. Zum Don Tutti d'Etat. Das packe ich das nur, ja, das ist halt ein Wegbegleiter sozusagen, ja, aber die Geschichte sind nicht diese LKWs.
Sondern die Geschichte heißt, dass du halt praktisch so ein Don Tutti de Tapi wirst, halt praktisch der Don der Dons in der Geschichte, wenn du die später nachspielst. Es geht nicht darum, hey, ich muss unbedingt den nächsten LKW bekommen. Also darum geht es in dieser Geschichte nicht. Ich hoffe, das haben alle verstanden. Also im Laufe der 111 Teile, die wir inzwischen gemacht haben. Ich glaube, 111 haben wir jetzt. Los jetzt! Attacke! Ich hoffe, es klappt jetzt alles. Bitte lass es klappen. Ein wenig wenigstens. Noch nicht. Ja! Applaus bitte! Gleich geht's los. Oh, ich geh schon leiser. Okay, ich geh rein. Woo! Oh, ich seh gar nichts. Oh, warte. Hemdsam machen. Licht aber. Gehen lassen. Zu schnell. Oh nein, starten. Habt ihr das gehört? Die Lampen auch, wir gehen die an. Ah ja. Nein, nein! Nein! Bauen! Ich sehe nichts, Leute. Ein bisschen entspannt, das war jetzt nicht ganz so hektisch, Gott sei Dank. Ach Mensch. Mal. Jetzt werden wir mal sehen. Wie ist denn die Farbe? Was für ein Bullrad. Die Dinger da um die Leuchten haben richtig satt, oder? Psch. Krieg mal die Hupe. Und wir haben Spiegel dran. Lass mal die Motor nochmal hören. Jetzt haben wir das Nummernschild BRN 752. Aber die Haare stimmen. Also wenn die frisch gewaschen sind, dann bin ich mal echt unzufrieden. So. FH16. Spielt ihr was mal wieder? Spielt ihr schon ein bisschen Scheinwerfer? Habt ihr jetzt nur für den Effekt angemacht? Unser Schneemann ist auch. Na? Oh, gleich reagiert. Warte mal, ich muss mal umschauen, ich sehe ja nicht alles. Mit dem Lied war gewöhnungsbedürftig, oder? Ich konnte mich gar nicht richtig auf dieses Lied einstellen. Das war echt ein Experiment mit diesem Lied. Es war gewöhnungsbedürftig. Aber ich wollte ja nur, dass wir ein bisschen wenigstens ein neues Mal so ein... Ich hätte auch das gleiche Lied nehmen können, aber ich dachte mal, was anderes mal, wenigstens ein Liedchen dazu wieder.
Ich hätte auch gar kein Liedchen machen können. Die Achse angucken. Aber von der Seite könnte das aussehen. Was mache ich? Wir können aussteigen. Lass mal. Fahr mal in die Sonne. Fahr mal ein bisschen weiter. Genau, fahr mal rückwärts. Wie hört sich dann das rückwärts an? Angenehm. Rückwärts fahren ist angenehm. Beim Scania war es, glaube ich, stressig gewesen, oder? Scania war stressig. Ich glaube, Scania war stressig mit dem Rückwärtsgang. Oder war es der Renault? Und Scania war das, oder? War es Renault oder Scania? Ich glaube, Scania war das. Oder war es Renault? Es war einfach total stressig, rückwärts zu fahren. Bei dem jetzt hier nicht. Wollen wir ausstellen. Lass mal reingehen. Wir gucken uns das mal drin die Kabine an. Guck mal, für Natalu. Extra für Natalu haben wir extra ein Auto hingestellt. Guck mal, Natalu. Wenn Natalu noch da ist, schau mal. Extra für dich haben wir da ein Auto hingestellt. Extra für Natalu. Boah, da können wir mal hochschauen. Da ist eine Klappe, da können wir die Flamer und Lämer rausschmeißen, wunderbar. Nein, die kommen ja gar nicht erst rein in die Kabine. Groß, oh ja. Hier kann man ordentlich erotische Besprechung machen. Fette Spiegel. Jetzt haben wir endlich wieder vorne einen Spiegel dran. Jetzt kann man wieder ein richtiges Ding abziehen. Unser Ball ist auch da, unsere Kamera. Da oben ist auch noch was. Könnt ihr das da oben sehen? Guck mal da oben. Da taucht es ein bisschen auf. Könnt ihr das sehen? Wo die Schrift ist da oben. Also ganz oben. Scheint eine Lampe oder so. Leselampe. Vielleicht. Da links haben wir eine Box und rechts haben wir eine Box. Haben wir richtig Sound hier. Mal kurz, lass mal erstmal eine Biege drehen. Wir drehen mal eine Biege um den Block. Scheinwischer probieren. Ja, guck mal, könnt ihr den Schalter sehen am Lenkrad? Lenker. Rechte Runde. Was haben wir noch zum Spielen? Was können wir noch spielen? Und welche Knöpfe können wir noch rumspielen? Was gibt es noch für Knöpfe hier? Guck mal, es wackelt immer. Was könnt ihr denn jetzt sehen alles? Zeig mal her. Außerdem, genau, wie sieht denn die Sicht aus eigentlich? Ich glaube, die sieht ganz gut so aus. Können wir so lassen, glaube ich. Ich guck mal nochmal. Ja, ich glaube, die Sicht können wir so lassen erstmal. Und ihr könnt, was könnt ihr denn alles sehen? Den oberen Spiegel könnt ihr sehen. Gut. Ja, dann könnt ihr jetzt auch sehen, wenn die Leute, wenn hier welche von hinten kommen. Diesmal haben wir einen großen Spiegel oben. Den großen Spiegel oben. Das heißt, ihr könnt also wunderbar den Sonnenuntergang alles sehen. Oder Aufgang. $540. Von drin ist jetzt nicht mehr so, erschreckt einen diese Tür nicht mehr so. Der ist ein bisschen gedämpfter hier. Fängt es an zu regnen? Sag mal, jedes Mal, wenn wir, es fängt immer an zu regnen. Ist das schon mal aufgefallen? Wieder so, schau mal, wir kriegen unseren neuen LKW. Wir wollen uns den in Ruhe genießen, aber jetzt können wir gar keine Fotos mehr machen. Mist, die hatten unsere Chance. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen LKW bekommen, dann fängt es an zu regnen. Hey, was soll denn das? Wir haben gerade einen neuen LKW. Wir wollten Fotos machen. Warum schickt ihr denn jetzt Regen? Das machen die jedes Mal da oben. Das machen die da oben jedes Mal.
Hau bloß keine Delle rein. Ne, wir fahren mal noch eine Runde. Wir fahren mal. Können wir ein Foto machen von ihm? Ich weiß nicht, ob ich mich an die Farbe gewöhnen muss. Mal sehen mit der Farbe. Sie sieht jetzt nicht so schlimm aus. Irgendwie hat sie was. Oh, die Sonne. Ah, die Sonne kommt wieder. Was denn, nur Regen, nicht Regen? Ah, ja, genau, wir lassen mal aussteigen, Foto machen. Ich mach mal von draußen ein Fotochen. Ein kleiner Platzregen oder was? Nee, wir haben keinen Namen für Schilder. Wir haben keine Namen. Nix Schilder. Lächeln? Die ersten Fotos, Leute. In der Presse tauchen jetzt die ersten Fotos vom Volvo auf. Jetzt wird es in der Presse wieder heißen, Hypnos World fährt den neuen Volvo. Das steht natürlich sofort in den Schlagzeilen, ist ja klar. Da wird sich die Presse wieder auf Deutsch gesagt das Maul zerreißen, ja, dass wir jetzt wieder einen neuen LKW fahren. Das steht sofort am nächsten Tag in der Presse. Das steht wahrscheinlich sogar heute noch in der Abendausgabe. Welche? Da werden wir wieder riesen Schlagzeilen machen. Das war's noch nicht. Oh, es wird dunkler. Ach komm schon, mach mal ein bisschen Sonne jetzt. Hört mal auf da oben. Alles wird ganz nass. Na, 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 na. Und wir sind traurig. Traurig, traurig. Lächeln? Lächeln und traurig sein. Wenn das nicht verrückt ist. Das sind noch keine schönen Bilder, aber hey, wir werden noch viele schöne Bilder machen mit dir. Ich glaube, mit dir, Volvo, werden wir noch schöne, viele Bilder machen. Lächeln? Auf jeden Fall. Na genau, mit Lämpchen an, bitte. Vielleicht muss man noch ein bisschen rumtunen an dem Ding. Mal sehen. Im Moment weiß ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich bin da noch, wie sagt man so, leicht benommen. Welche? Nein, Infan, es fehlt nichts. Im Moment habe ich keinen Schädel dafür. Kein Schädel für irgendwelche Schilder. Im Moment kriege ich spüre es nicht. Ich mache zwar Bilder, aber ich spüre die Kraft des Bildes nicht. Die macht es nicht so richtig mit uns. Ist die Kiste eigentlich aufgetankt? Ja, komm, lass uns erstmal das Ding ein bisschen anschauen. So, wir haben die Standardfelgen drauf. Okay. Standardfelgen haben wir drauf. Volvo-Schürzen. Gut. Vorne. Trailer Master aus Trelleborg, richtig. Vorne noch alles sauber, wunderbar. Ein richtiges kompaktes Ding, oder? So, könnt ihr alles sehen. Vor lauter Begeisterung, ja? Wenn ich immer irgendwas begeistere, so voller Leidenschaft und Begeisterung anschaue, dann vergesse ich euch immer, ja, dass ihr ja auch was sehen wollt. Ja, das muss ich mir unbedingt angewöhnen, dass ich euch daran teilhaben lasse. Ich bin immer total begeistert und voller Leidenschaft. Vergesse ich alles um mich herum und dann bin ich voll am Rumschwärmen. Ja, egal bei was, egal bei welchem Spiel, egal bei was. Ja, dann vergesse ich mal, Mensch, die anderen wollen noch mitschwärmen. Muss noch lernen. Tank, ja, mein Tank. Das ist Quatsch. Das ist doch Quatsch. Du weißt doch ganz genau, dass wir ständig an irgendwelchen Werkstätten sind, wo wir ständig irgendwas rumreparieren. Das heißt also, wir haben ständig die Möglichkeit, die Schilder zu bauen. Guck mal, was ist denn das da unten? Haben wir da einen Turbo-Booster drin? Schaut mal hier, Nitro. Nitro-Einspritzung. Hat der etwa eine Nitro? Haben wir so eine Art Need for Speed Volvo-Variante? Guck mal hier, wir haben hier unten eine Nitro.
Leute, wir haben hier einen Turbodiesel. Wir haben hier Nitro-Einspritzung. Die Anschlüsse sind hier hinten auch anders. Warte, muss man drinnen nochmal gucken. Bevor. Was haben wir hier? Irgendwo eine Turbodiesel-Nitro-Einspritzung oder sowas? Interessant. Na gut. Cruisen wir einmal um den Block und dann fahren wir rein, schlafen und dann holen wir einen Auftrag. Wie spät haben wir es denn? 0 oder 17? Ja, und dann passt das doch. Lass mich mal, ich fahre mal, wir fahren einmal in eine Biege, dann bleibe ich draußen stehen, gehe mal aufs Töpfchen, weil ich muss dringend aufs Töpfchen. Wie gesagt, dann fahren wir erstmal drüber schlafen. Wir schauen mal, wie das Ding auf der Straße sich so, wie das so wirkt. Ja, vom Farbton her. Der ist gerade werksfrisch, der LKW. Achso, warte mal, genau, die Kilometeranzeige. Wo steht denn die Kilometeranzeige? Ne? Warte, warte. Wo ist es? Ich sehe nichts. Da. 0 Kilometer, das ist die Geschwindigkeitsanzeige, oder? Da unten, ganz in klein. Das kann man auch umschalten. Wo war denn das gewesen? Das kann man irgendwo umschalten hier. Man kann, glaube ich, diese Displayanzeige, die kann man da umschalten. Aber welche Taste ist das? Welche Taste könnten das sein? Weiß jetzt jemand, wie man diese Display-Anzeige umschalten kann? Ich glaube, man kann diese Display-Anzeige umschalten. Bin mir aber nicht ganz sicher. Nein, das ist nicht. Nee, es muss eine andere Taste sein. Weiß das jemand von euch? I? Ah! Was steht da mit 5307 Kilometer? Gang raus. Was ist mit 5307 Kilometer? Was soll das heißen? Was meint denn der damit? Der ist doch werksfrisch. Warum hat der jetzt 5? Warum steht da 5000? Was ist das? 2,7 links. 174,5. 100 Kilometer. 100 Kilometer, was? 85 Grad. Ganz unten klein steht eine Kilometeranzeige. Ist ja in Ordnung. Okay, das verstehen wir ja. Aber was ist denn bitte schön diese 5307 Kilometer? Was sollen das sein? Ach, jetzt weiß ich. Das heißt, wie weit wir mit einer Tankfüllung fahren können. Wir können praktisch mit 1396 Liter, können wir praktisch 5307 Kilometer weit fahren. So wird es wahrscheinlich sein. Genau, weil das ist ja ein Tankzeichen. Also wird es. Wenn man jetzt mal logisch kombiniert, ist dieses Tankzeichen da. Und wenn da eine Kilometeranzeige ist, dann heißt das wahrscheinlich, wie viele Kilometer wir mit dieser Tankfüllung schaffen. Genau. Ja, Ninfan sagt es auch gerade. Genau, wie viele Kilometer wir mit der Tankfüllung schaffen. Ja, das ist mal interessant. Sollte man mal. Aber wir sind bis jetzt, naja, noch machen wir keine Fernfahrten. Aber später, wenn wir lange Fernfahrten machen, dann wird es interessant vielleicht mit sowas. Mit Schlafen und Sprit und so. Aber wir fahren ja den harten Modus. Wir fahren ja mit Schlafmodus und mit Tanken und alles. Da wäre das vielleicht mal strategisch mal, muss man mal dann später vielleicht ein Auge drauf werfen. Weil wir haben früher, wo wir diese Langfahrten gemacht haben, wir haben immer verkackt. Wir haben keine Langfahrt hinbekommen, egal wie wir gefahren sind. Da müssen wir also Strategie machen. Was ist denn jetzt die richtige Anzeige hier? Das hier, oder? Das ist die Standardanzeige, ja, oder? Was war noch? Das war sie nicht. Das ist auf jeden Fall nicht. Das war auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht. Ja. Also es gibt ja nur die drei. Nee, warte mal. Wie viele Anzeigen gibt es hier? 4, oder? Als 3. Hier ist das mit dem Tankding. 1. Das mit dem Links. 2. Dann ist mit dem Ding. 3. 4. Also 4 Anzeigen. Dann war es wahrscheinlich das. Okay, cruisen wir einmal im Block und sehen, wie es sich so. Oh, kein Verkehr. Vielleicht war Sonntag ist oder so. Ja, es könnte ja sein, was Sonntag ist. Oh, Lenker hat macht Geräusche. Zeig mal her. Nicht so schnell, wir wollen jetzt mal.
weiß nicht, ob man da oben vielleicht doch noch runde Scheinwerfer mit dazu machen sollte. Bin mir nicht ganz sicher, ob man da noch runde Scheinwerfer benutzen sollte. Bin mir da nicht sicher. Ist irgendwie ungewohnt. Und dieses Scheinwerfer da oben ist ungewohnt. Natalu war weg. Dann hast du gar nicht mitbekommen, Natalu. Du hast ja gar nicht mitbekommen. Ich meinte vorhin, Natalu. Guck mal, für dich haben wir ein Auto hingestellt. Da, siehst du das? Das blaue Autochen? Extra für Natalu. Und natürlich für alle, die dieses Auto auch mögen. Also für alle, die gesagt haben, Mensch, stell doch das Auto dahin. Jetzt steht der Schneemann da und das Autochen. Also sind jetzt alle glücklich. So. Lass mal kurz, wie wirkt denn dieser LKW in der Landschaft? Tja. Er fällt auf jeden Fall aus der Rolle irgendwie, aber nicht negativ, aber auch nicht positiv. Er fällt so irgendwie aus der Rolle, man weiß gar nicht, wie man ihn einsortieren soll. Unberechenbar. Also irgendwie wirkt der LKW jetzt ein bisschen unberechenbar. Also ich weiß nicht mit der Farbe so richtig Bescheid und ich weiß nicht mit den Lampen da oben, ob ich damit zufrieden bin. Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin. Im Moment ist mein Kopf so dicht, das muss man sehen. Im Moment kann ich mir kein Urteil erlauben. Also in manchen Lichtern, wenn der in manchen Lichtwinkel, also wenn je nachdem wie das Licht einfällt, dementsprechend gefällt er mir manchmal mehr, manchmal weiß ich nicht. Zwischen manchmal mehr und manchmal weiß ich nicht. Das von hier aus zum Beispiel. Von hier aus sieht es irgendwie gut aus. Also von so. Mit der Farbe. Ich glaube, es ist schon irgendwie gut. Na los. Piep. Ah, jetzt haben wir erschrocken. Blinker setzen. Du nun wieder, Natalu. Du wendest wieder mal alle Tricks der Frauen an, ja? Die Waffen der Frauen. Die halten sich, oder? Halten die? Nee. Der biegt ab. Der Kollege fährt vorbei. Na, ja, Volvo, hä? Wir haben Volvo hier. Juckt den wahrscheinlich gar nicht, den Kollegen. Ah, Slipstream. Mach uns jetzt bloß keine Beule hier. So, pass mal auf, ich fahre mal auf Toilette und ihr könnt ja weiter gucken. Ich fahre mal hier so rein. Also wir drehen eine Biege hier. Dann gehe ich mal schnell aufs Töpfchen. Derweil könnt ihr ein bisschen den Verkehr beobachten. Den Regen. Oh, der ist anders rübergeräubert über den Randstein. Also über den Schweller ist er anders rübergeräubert. Und das fährt sich ein bisschen an. Durch mein Feedback hier, weil durch diese Feedback-Einstellung. Slipstream. So. Wo wollt ihr gucken? Ich muss nochmal das Töpfchen nehmen. Wo ist schöner? Da oder da? Da, oder? Nee, mach mal da, dann könnt ihr unseren Platz sehen. So schön. So.
Und Nathalou, hat dieser Trick funktioniert? Wenn er das jetzt sieht, dann bekommst du Ärger. Dann bekommst du Ärger. Das ist einfach stört ihr. Leute, ich sag euch, je länger die Haare werden, je mehr Sorgen hat man mit langen Haaren. Ja? Das heißt, Leute, die eine Glatze haben, die haben es eigentlich ganz gut, oder? Die haben keine Haarprobleme. Morgens polieren, fertig. Obwohl bei einer Frau ist natürlich ein bisschen hardcore. Dann bräuchte man wahrscheinlich wieder ein bisschen paar Tattoos auf dem Kopf. Gibt es eigentlich ETS-Nachrichten, die wir zu erzählen haben? Wir sind ja mittendrin im Geschehen hier. Ja, nicht so direkt, glaube ich. Und wir haben... Was, ja? Ja, hat er. Und hat es. Okay, achso. So, jetzt verstehe ich. Sag mal, von hier aus wehen die Mannfahnen irgendwie, sieht schwarz aus, aber die sind doch blau, oder? Von hier aus sehen die irgendwie aus, als ob sie in schwarz wehen. Na los, fahren wir zu unserem Platz, schlafen und dann holen wir uns unsere erste Fracht. Oder müssen wir nochmal zur Werkstatt, um zu gucken, ob alles... Da ist gerade irgendwas geflogen. Na los. Wer von euch hat den Scheinwischer angemacht? Oh, wir haben viel Zeit verbraucht wegen Schlafen. So 3 Stunden, können wir noch 3 Stunden? Also heute dröhnt mein Schädel, Leute. Ist mein Bäcker nicht mehr da. Ich habe mich so an den Bäcker gewöhnt. Der hatte 2 Söhne und 1 Tochter. Und eine Frau. Die waren alle mit im Laden öfters. Die Frau war so, ja, sie hat mich immer so angeguckt als ein Mensch, Mädchen, du siehst ein bisschen dünn aus, du könntest noch mehr essen. Ah, jetzt, mal die Fahnen wehen, irgendwie sehen irgendwie schwarz aus, die müssen mal blau sein. Waren die nicht mal, warte mal, waren die Fahnen nicht mal blau? Wir sind vollgetankt, oder? Wir waren vollgetankt. Fahren wir von hinten durch. Von hinten an die Schulter sind die Stimmung. Und da kommt Freude auf. Wir haben es geschafft, Leute. Mann, Fahnen sind schwarz, sagt Linfern. Wer war denn das mit den blauen Fahnen dann? Und da habe ich mir das nur eingebildet. Wir haben doch irgendwo mal blaue Fahnen gehabt. Oh, da kommen wir aber schlecht rein durch. Oder? Mal sehen, wie wir den LKW hier einweihen, wo wir den ersten Crash machen. Also. Beim Reinfahren den Spiegel abgerissen. Da fällt mir mal auf, wir haben gar keinen Timer gemacht. Machen wir noch. Ja, wir machen eine Fracht, oder? Dann ist ja auch schon ganz schön spät wieder. Dann hören wir auf. Wir machen noch eine Fracht, dann hören wir auf. Dann haben wir ja alles erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben unseren LKW, wir haben eine Fracht gefahren. Dann haben wir ein schönes Ding. Schlafen. Noch ein Stück vor, oder? Ja, so. Haben wir gelernt. Mutter aus? Jetzt bin ich aber mal gespannt, was er bekommt. Oh Mann.
Mein Schädel dröhnen wird immer lauter. Irgendwann sagt Mercedes-Benz blau fahren. Mercedes. Ich weiß es nicht. Enter. Schnarch, 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 schnarch. Die Arbeit ruft, Leute, die Arbeit ruft. 540 PS wollen bewegt werden. Na, mal sehen. Dann nehmen wir, wollen wir mal die schwerste Fracht nehmen, die es gibt? Wir suchen mal uns die schwerste Fracht aus, die es gibt. Genau. Um gleich mal zu sehen. Mensch, Natalu, rein, raus. Das wird ja schon fast pornös bei dir hier. Rein, raus. Hin, her, hin und her, hoch und runter, rein und raus. Natalu, du machst mich ganz, ganz nervös, machst du mich. So, ich hab da Enter gedrückt. Nein, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt haben wir gerade unseren Poker-Ding. Oh nein, nein, er spielt da keine Rolle. Aber trotzdem, wir haben es gerade. Wir haben gerade ein Poker-Dings verschenkt. Oh Mann, wir saßen gerade am Pokertisch und aus Versehen habe ich meinen Slip ausgezogen. Ich habe gerade eben meinen Slip ausgezogen am Pokertisch. Oder die Bluse, mir sind die Knöpfe von der Bluse vorne weggeflogen. Weil die Brüste so groß sind, sind mir vorne die Knöpfe von der Bluse weggeflogen gerade. Weil ich mich nach vorne gebeugt habe und da sind die Knöpfe weggeflogen. Tja, Mist. Hier müssen wir hin. Ich weiß mit den Lampen noch nicht da oben, ob ich mich damit zufrieden gebe. Und mit der Farbe, ich weiß noch nicht. Mein Schädel dröhnt irgendwie. Ich weiß nicht, was ich. Also, ich habe keinen klaren Kopf dafür, um mir eine Meinung zu bilden. Ah, Mann. Ja, das stimmt, Natalu. Das sollte man das volle Paket mitnehmen. Das volle Liebespaket. Wir haben unseren eigenen LKW auf jeden Fall. Bei American Truck Simulator haben wir unseren eigenen LKW ja nicht. Da fahren wir ja noch. Da muss ich auch noch die Strategie zurechtlegen und unseren ersten Dings und alles festlegen bei American Truck Simulator. Also die ersten Sachen so. Gut. Dann gehen wir mal nach Gewicht. Egal, wo es uns jetzt hintreibt. Guck mal hier, Malmö gleich. Wieso Malmö? Wir sind doch in Berlin. Mach mal, und zwar nach Gewicht. Gewicht. 7 Tonnen? Okay, andersrum. Also. Tsch. 21 Tonnen ist das Schwerste, was es im Moment gibt. Tja, wer weiß, was da vorgegeben hat. LPG. Was heißt denn LPG? Ich glaube, das hat man schon mal. Nennen fahren. Wir fahren das Schwerste. Aber du hast Glück, dass dein Ding so oben ist. Du hast Glück, Nennen. Aber das ist reiner Zufall. Wie gesagt, ich wollte jetzt das Schwerste fahren, was es gibt, um zu sehen, wie der Volvo reagiert. Wahrscheinlich gar nicht, weil er 540 PS hat. Na, ja, fahren wir LPG. Was immer. Ich habe das bei Basti, glaube ich, schon mal gehört, dieses LPG-Dings. Mensch, Leute, ich habe zwar hier Freeway-Dingsbums, aber ich habe auch Bitter Lemon. Ich habe ja auch Zitronenlimonade. Mache ich die jetzt auf? Ich habe davon zwei Fläschchen extra von Rossmann geholt. Die anderen habe ich ja von Lidl. Nee, erst die Milch, sonst wird die wieder so komisch bei der Wärme. Gas? Was mit Gas? Achso, Gas. Ja, aber wie heißt es ganz ausgeschrieben? Was heißt LPG? Was heißt es ganz ausgeschrieben? Das ist ja interessant. Das ist vielleicht Gas, das ist ja schön, aber was heißt es ganz ausgeschrieben? Wofür steht LPG? Auch für die YouTube-Leute, ja? Denkt dran, wenn ich Fragen stelle, das gilt auch immer für die YouTube-Leute. Ihr könnt da gleich miträtseln, alle. Was ist es? Ich wette, die LS15-Leute, die wissen was. Ich glaube, ich habe diesen Spruch schon mal bei LS15 gehört. So, die Milch ist alle, damit es nicht irgendwie so schlecht wird oder so. Dann los, wir fahren 21 Tonnen. Aber ich weiß ja, wir haben schon mal 22 und 23 gefahren. Gibt es echt nichts Schwierigeres? Naja, dann fahren wir halt die nächste Tour, das Schwerste. So oder so. Na los. Die polnischen Leute, die lieben uns, die mögen uns. Tschech, heißt es gleich wieder. Wie viele Kilometer? 241. Na, passt alles. Ist ja wie aufs Auge. Wie Faust aufs Auge. Achso, wie viel Zeit haben wir denn noch? 2 Stunden, ja? Alles ist easy.
So easy. Na los, einfach holen und Seven treibt. Fahren wir nach Potsdam oder machen wir Feierabend? Da, 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 da. Fracht holen. Na gut. Ich bin gar nicht so richtig bereit, Leute. Das ist zwar der Grüne, ja? Der ist grün und da bin ich so entspannt, dass egal, dass gar nichts mehr läuft. Weil der LKW jetzt grün ist. Tja, ihr habt dafür gewotet. Ihr wolltet ja einen Grün haben. Jetzt bin ich so entspannt, dass jetzt gar nichts mehr läuft. Was haben wir alles? Können wir einfach so geschmeidig rausfahren. Ich habe immer das Gefühl, es ist alles so eng. Leute, das geht los. Wir fahren auf den Weg zur ersten Fracht. Der Blinker ist auch gut. Achtung, Fußgänger. Low pressure gas, hä? Flüssiges Gas. Yeah. Alright, Natalu. Sehr gut, sehr vorbildlich. Mensch, du bist halt so ein richtig guter, du bist halt so ein richtig vorbildlicher Moderator. Du machst mir richtig Angst. Ich komme ja aus den Loben gar nicht mehr raus. So. Ich muss ja heute total stolz sein. Licht aus. Ja, du hast recht. So, verabschiedet. Guck noch mal, werf noch mal einen traurigen Blick noch mal zurück zu unserem großen Platz, unserem super schönen, gigantischen Platz mit eigener Tankstelle. Wir müssen jetzt wieder los. Wir müssen wieder in die Spur. Uns treibt die Freiheit, uns treibt die Ferne. Uns treibt das Abenteuer voran. Wir wollen was erleben. Wir wollen die Welt sehen. Werft also nochmal einen traurigen Blick zurück Richtung Heimat, Richtung Platz. Es geht wieder los. Habt ihr alle eure Klamotten gepackt, eure Köfferchen gepackt, alles? Ich habe frische Schmuddelhefte drin. Nein, habe ich noch nicht. Ich habe gelogen, ich habe noch keine. Die müssen wir wieder besorgen. Die sind ja alle noch im Scania, die lassen im Scania drin. Freuen sich hier die Leute, die jetzt auf dem Platz sind gerade, die jetzt am Scania rummachen, die machen dann auf. Genau, also die ganzen Mechaniker und alles, was wir auf dem Platz haben, die machen jetzt den Scania, machen das Handschuhfach auf und die anderen Fächer sagen, oh, guck mal, alles voller Schmuddelhefte. typisch Cosima wieder, ja, typisch Cosima, alles voller Schmuddelhefte. Die sind natürlich fein säuberlich dann rausräumen, sich wahrscheinlich heimlich angucken und dann kommen sie zu meiner Sammlung. Die werden ja, guckt dann, Cosima wieder auf ihren Streifzügen durch die Welt, hat sie wieder überall Schmuddelhefte eingekauft. Und da freuen sich natürlich sofort alle, die natürlich jetzt am LKW rum die Wartung machen, den Scania warten, alle schön den perfekt machen, einmotten und so, die freuen sich natürlich jetzt über die ganzen Sachen, die wir noch im LKW haben. Hier sind wir jetzt frisch, hier werden wir alles wieder frisch sammeln, ne? Wie Robinson Crusoe auf der Insel werden wir alles frisch sammeln. Nein, in den neuen LKW wird nichts mitgenommen. Ihr dürft nur eure normalen Klamotten mitnehmen, also Anziehsachen und so, dass ihr was im Umkleiden habt und so, das dürft ihr mitnehmen. Keine Schmuddelhefte, die sammeln wir uns unterwegs wieder neu. Ja, nur das normale Arbeitszeugs bitte mitnehmen. Nur eure Arbeitskleidung bitte mitnehmen, ja? Genau. Na los. Oh Mann, nicht so viel quatschen. Wir müssen jetzt unsere Fracht erstmal holen. Wir müssen jetzt mal unsere Fracht holen. Also Fechter, ja, Fechterweise. Guck mal, wir sollen uns ja alle Platz machen. Richtig cool. Das ist Montag. Was ist denn hier los? Guck mal, hier ist Montag. Haben die alle Angst vor uns? Guck mal, hier ist Montag. Es ist Montag, 16 Uhr. Und guck mal, der Verkehr hier. Als ob die alle warten, dass wir gemütlich rausfahren können. Ist ja richtig cool. Wie nett die alle sind hier. Doch, Natalu, in Ninfan durfte er einmal. Einmal durfte er sich ein Heft kaufen. Da durfte er sich ein Playboy-Heft kaufen. Die sind jetzt nicht ganz so schlimm. Deswegen einmal durfte er sich ein Heft kaufen an der Tankstelle. Glaube ich, war das. Was ist denn jetzt hier vorne an der Abbiegung? Der erste Unfall. Was nur? Ja, vorne an der Abbiegung, oder? Was ist denn jetzt hier schiefgelaufen? Oh, aber wo fährst du denn hin? Wo fährst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. So, wo
Volvo. Ich muss mal, bestimmt sage ich jetzt immer Scania, so wie ich die erste Zeit mal Iveco gesagt habe oder Renault oder so. Nee, Renault hatte ich, glaube ich, nie, da hatte ich mich nie versprochen. Also ich habe sagen, beim Scania habe ich, glaube ich, nie Renault gesagt, oder? Aber beim Scania habe ich, glaube ich, Iveco gesagt. Oder? Der Iveco hat doch psychologische Schäden hinterlassen. Genau. Sag schon. So, jetzt muss ich erstmal lernen, erstmal Volvo. So, Volvo, wir müssen uns erstmal kennenlernen, ne? Wie geht's dir denn so, Volvo? Sprich zu mir. Sag mir deine Sorgen, deine Träume, deine Nöte. Was sind deine Träume? Welche Träume soll ich dir erfüllen, Volvo? Hast du Träume? Möchtest du eine Volvo-Freundin? Oder möchtest du lieber mit einem Iveco zusammengehen oder einem Scania? Was sind deine Träume? Möchtest du neue Kolben, neue Schutzblenden? Was willst du, Volvo? Sprich zu mir. Ich höre dir zu. Er ist still im Moment, er ist still. Er wartet ab. Wahrscheinlich schaut er jetzt erstmal so, wie was ich so mache. Das ist ein gegenseitiges Pokerface-Gehabe. So, ja, dieses. Erstmal die. Wir beobachten uns erstmal beide gegenseitig. Ja, ich muss ja den Anfang machen. Ich muss ja sozusagen. Ja, ich muss den ein bisschen aus der Reserve locken. Lernhefte. Warte, Nathalu, ich muss erst über die Kreuzung hinüber, ja, nicht über den, ja, hinüber wandern, damit wir praktisch, was, Ninfan braucht ein Lernheft für die Schule und keine Schmuddelheft. Na doch, einmal habe ich ihn es ja erlaubt. Genau, die nächsten Male darf sich Ninfan wieder Lernhefte kaufen. Richtig. Damit die schulische Leistung auch wirklich gut ist und gut bleibt. Und hervorragend. Oh, danke, Kollege. Ist aber nett. Das ist wirklich nett von dir, Kollege. Du weißt genau, wer wir sind. Guck mal, der weiß genau, wer wir sind. Ja, La Familia. Der Kollege hat es richtig gemacht. Der wusste genau anhalten. Sonst gibt es Ärger wahrscheinlich. Sehr nett. Ich habe mich aber auch trotzdem bedankt. Ja, trotzdem bedankt. Genau. Also erstmal Lernhefte, damit praktisch Ninfan auch in der Schule gut ist, bleibt und wird und noch besser, um mal vorbildlich sozusagen im Namen von Hypnos World wirken zu können. Nach ganz intelligenter Art oder so. Und ich bin zu vergeben dafür. Ah, der war gut. Also der Spruch war gut. Kollegen? Oh, sie ist extra Lamsanger geworden. Habt ihr gesehen, die braunhaarige gerade? Sie ist extra Lamsanger geworden. So, Leute. Jetzt die Masterfrage. Wie heißt der Pförtner hier? Wer weiß es noch? Ich bleib mal noch einen Augenblick stehen. Warte mal einen Augenblick. Wer von euch weiß es denn? Wie hieß der Pförtner hier noch? Hä? Wer weiß es? Oh, für YouTube-Leute. Ja, für YouTube-Leute. Wie hieß der Pförtner? Hier. Ihr wisst ja, den hat der Onkel eingestellt. Nachdem sein italienischer Stellvertreter wieder zurück nach Italien und so, hat der Onkel dann einen richtigen eingestellt. Und der, mal gucken. Ich freue mich schon drauf, ihn zu sehen. Wer hupt denn da? Weißt du eigentlich, wen du hier anhubst in Berlin? Ist das eine Frau? Na gut, achso, die hupt uns an. Das ist so eine Art Anbagge. Mal, kann es sein, dass sie irgendwie bei dem Patch den Verkehr erhöht haben oder so? Ich meine, ich kann auch bis vorne fahren und ziehe dann rum. Kann ich auch machen. Ich glaube, wir sollten da mit Gewalt wieder rein. Oh, Ninfan hat 4-1 im Zeugnis. Ah, oh, Nathalu wieder! Nathalu schreibt, doch, aber jetzt weht ein anderer Wind. Du wirst die Fäden durchlernen, damit deine Leistung nur ja besser werden. Nathalu wieder! Junge! Nathalu ist halt hart drauf. Ich glaube, Nathalu hat viel Blut getrunken. Oder ist auch Blut entzogen? Es geht zu wenig. Das muss besser werden. Ah, Nathalu hier. Einsens ist schon ein geiles Gefühl, wenn du eine Eins bekommst.
Hey, Kollege oder Kollegin? Sag mal her, bist du Kollege oder Kollegin? Du bist Kollege, aber du weißt genau, gut gemacht. So, wer weiß denn? Wer weiß, wie der Pförtner hier heißt? So, erstmal, wie spät haben wir es denn? 17 Uhr. Dann können wir sagen, Tachchen. Tachchen! Hi! Wie geht's, Mensch? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Du glaubst gar nicht, was ich alles erlebt habe. Wo wir überall waren. Wir waren in Schweden, sag ich dir. Oh, Mamma mia, hä? Mamma mia, die schwedischen Frauen. Ich sage dir, die Schweden. Ja, klar, mir Hefte. Logisch. Aber ich hab die jetzt gerade. Du siehst, hä? Wir fahren ja. Guck doch mal hier, Volvo, hä? Wir fahren Volvo jetzt. Was sagst du, die Farbe? Muss man sich dann gewöhnen? Ja, was soll ich sagen? Da geht's mir genauso. Und die Lampen, ja, weiß ich auch. Ich bin auch noch nicht ganz sicher. Ob ich die so lassen will, weiß ich auch noch nicht. Da fragst du die falsche Person. Ja, Mensch, lange nicht mehr gesehen. Na klar, kriegst du Schmuddelhefte. Bist logisch, aber wir müssen jetzt fangen jetzt wieder neu an erstmal, verstehst du? Okay. Ich fahre jetzt erstmal nicht aus dem Weg. Was? Muss ich nicht. Na doch, wir benehmen uns schon, ja, nur weil jetzt hier. Nee, wir benehmen uns schon. Er meinte, ich kann ruhig stehen bleiben. Er nun wieder. Warte, auch kein. Da ist er. Der Auftrag. Gibt es was Schweres hier? Nee, muss das Schwerste. Klack! Eins ist ein cooles Gefühl. Ich sag zu meiner Tochter immer, denk dann, ruh dich aber auf den Einsen nicht aus oder so. Einfach weitermachen. Die Einsen sind nur die Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du gut bist. Aber man muss halt immer am Ball bleiben und nicht sich auf den Lorbeeren sozusagen ausruhen, sondern einfach weitermachen, um halt noch mehr zu wissen. Weil ein Wissen schadet ja nicht. Je mehr Wissen man hat, je mehr Möglichkeiten hat man. Also jetzt nicht jobmäßig gesehen oder überhaupt, sondern dadurch, dass man mehr Wissen besitzt, wird ja deine Welt wesentlich vielseitiger, weil du halt viel dynamischer werden kannst mit allen möglichen Sachen. Ja? Je mehr du weißt, je mehr kannst du ja auch für dich selber irgendwie bewegen. Ja? Das ist also jetzt nicht nur jobmäßig oder so gesehen, oder überhaupt das ganze Leben. Je mehr du weißt, je mehr Tricks hast du auf Lager. Also für dein Leben, um dein Leben halt, ja, irgendwie das, ja, schöner zu machen oder so für dich selber. So, wer holt die Frachtpapiere? Ja, genau, die Zuschauer im Hintergrund. Gott, Verhalten, 1. Die Zuschauer im Hintergrund, ihr geht mal rein und holt mal die Frachtpapiere. Und zwar wieder als La Familia verkleidet. Das heißt, sie mit Streifnadel an so und solche Sachen. Die Mädchen hier, diese komische Mafiosi-brautmäßige Kleiderwahl. Ja, schön auf Mafiosi gehört. So mit so einem Netz vom Gesicht und so. Wie heißt denn dieses komische Netzding da vom Gesicht? Also ihr wisst schon. Ja, voll die Mafiosi-Brautnummer abziehen und die Jungs halt die Mafiosi-Mann-Nummer. Ihr wisst schon. Herzer Mafia-Art. Aber nett und freundlich sein. Bloß damit die halt sehen, ah, guck mal, die kommen von La Familia und so. Hey, perfekt rangefahren. Für die erste Fahrt perfekt rangefahren. Mensch, ich werde mal besser. Ja, vielleicht bilde ich mir das aber auch mal ein. Das heißt, wir fahren ja jetzt, oh Mann, da muss man das Ding mal vorziehen. Dann, das heißt, oh, jetzt sind die Zuschauer, sind da, seid da, die sind alle jetzt weg, die Frachtpapiere holen. Eigentlich sollten jetzt alle aussteigen, mitgucken. Jetzt sind ja alle weg, die Frachtpapiere holen. Da muss ich alleine aussteigen gucken. Eigentlich sollten alle mitgucken und ein bisschen, dass wir wieder mal zusammen lernen. Kontrolle machen so. Zack. So. Mensch. Das ist so hoch. Und zu schnell. 1, 2, 3. Wir müssen noch mal rein und zwar müssen wir gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 8 Stunden für wie viel? Das waren, was war das? 200 Kilometer oder so. Was war nochmal? Was waren das? 241. Moment, ja, können wir auf jeden Fall Fotos machen. Aber nicht zu viele. Denkt dran, wir wollen vielleicht unterwegs noch was sehen.
Kann ja nie wissen. Man muss immer noch ein kleines Polsterchen haben für unterwegs. Aber trotzdem, wir machen Fotos. Irgendwann ist es unsere erste Fracht mit dem Volvo. Und eine tolle Fracht. Welche? Genau. Genau, das haben wir. Das Navi-Ding ist an, damit wir wissen, was unsere erste Fracht ist. Cool, das ist schade, dass bei den anderen das nicht gemacht haben. Naja, aber dafür machen wir es jetzt. Die erste Fracht. Welche? Dit, genau so. Welche? Keine Ausnahmen. Hinfahren soll sich nur Lernhefte kaufen. Zitronensaft wollte ich immer mal haben. Wie kommt jetzt auf Zitronensaft? Hinfahren hat ja sein Heftchen erstmals. Hinfahren hat sein Playboy-Heftchen und jetzt kauft er sich wieder Lernhefte. Das war eine gute Idee mit den Lernheften. Seht ihr, das habe ich gar nicht gewusst. Dass Ninfan eigentlich Lernhefte braucht. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Mensch, das war eine gute Idee von dir, Natalu. Siehst du? Welche? Dank Natalu wissen wir jetzt, dass Ninfan Lernhefte erstmal braucht. Mensch. So, los, gehen wir einmal nochmal schnell. Gucken wir nochmal, wir gucken von hier. Genau, wir gucken, wir gehen so rum und dann, genau, dass wir dann beim Rumgehen gleich wieder einsteigen können. Eigentlich müssen wir so mal rumgehen. Genau. Warte mal, wir simulieren das nochmal richtig, damit wir Routine bekommen, beim richtig machen. So, wir steigen aus und gehen dann, ob du die Stück. Mal die Anschlüsse. Ja, ist alles dicht. Und dann gehen wir einmal so rum. Gut. Tank müsste dann einmal putzen. Also Tank muss geputzt werden. Sieht irgendwie noch. Da kann man noch ein bisschen nachpolieren. Ich will es ein bisschen polierter haben. Ist brennbar also. Okay. Tropfen und sowas. Ganz Flüssiggas ist. Tretet mal einer. Ne, sind ja unter. Hier gegen treten. Einmal da gegen treten. Achso, muss er selber gegen treten. Okay, haben wir. Ihr seid ja alle drin, Fachpapierung. So, Nummernschild, FDL. Ja, frisst die Hälfte, 67. Sieht gut aus. Was ist da unten in den Kasten drin? Turbo Diesel. Alright. Einsteigen und los. Natalu wieder. So, wer weiß von euch, wie der Pförtner heißt? Ich weiß es ja, logisch, muss ich, könnte ich den ja nicht ansprechen. Na, wie heißt der Pförtner? Genau, gebt euch in der Schule richtig Mühe. Glaubt mir, das ist besser für euren späteren Lebensverlauf, wie man so schön sagt. Je mehr ihr dort, naja, okay, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall hilfreich, ja. Das Leben, es gibt ja nicht umsonst den Spruch, man lernt nie aus, ja. Draußen, wenn dann das richtige Leben losgeht, dann lernt man reichlich nochmal was dazu. Je älter man wird. So. Einsteigen alle, aber geht mal beiseite. Ich wollte beinahe fast den Namen verraten. So, Kollege, mach's gut. Wir müssen los, hä? Und treibt die Fracht voran. Ja, Mensch, jetzt geht's nach Polen. Da waren wir auch schon lange nicht mehr gewesen. Wir haben die ganze Zeit in Schweden rumgetrieben. Wir hatten so ein richtiges Lotterleben, sag ich dir. Hübsche Dienstmädchen, ja, 7-Sterne-Hotels, Fango-Packungen. Ach, ich sag dir, davon erzähle ich dir mal, wenn ich mal vorbeikomme auf ein Kaffeechen, okay, und Kuchen und so. Klar doch, kannst du mir was vom Onkel erzählen. Okay, seid alle drin? Dann los, unsere erste Fracht. Dann rollen wir mal ganz gemütlich los, ganz geschmeidig. Obwohl, können wir noch gemütlich rollen? Ja, wir haben 8 Stunden. Oh, können wir noch ganz gemütlich losrollen. Dann los. Oh, ausgegangen. Oh, unser LKW ist ausgegangen. Ich habe ihn absaufen lassen. Walter? Nee, leider falsch, Nintan. Aber sowas von falsch, Mann. Sowas ist so galaktisch daneben. Da 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 da
Schaffen wir das noch? Oh, wir müssen ja, oh, wir müssen ja rechts rum. Wir sind meistens immer Standard-Mist. Oh, Mist. Wir fahren eigentlich immer, wir fahren raus und fahren immer links rum. Auf einmal müssen wir rechts rum. Mensch, Mensch. Mario, immer noch Cosi. Nee, nix Mario. Psäh. Sag mal, Leute. Schwach, schwach. Da müssen wir noch üben. Da müssen wir noch üben. So hieß er nicht. So hieß er nicht. Ah, das war... Ich glaube, auf das Singen dieses Lied irgendwann werdet ihr drauf kommen. Ihr habt den Pförtner vergessen. Warte mal, war. Oh nein, oh nein, oh nee, echt mal jetzt, wirklich jetzt. Das darf doch nicht, wir haben unseren ersten Strafzettel bekommen. In unserer eigenen Stadt mit dem neuen LKW. Ich wollte doch nur spielen, weil ich wollte diesen riesen Pfeiler sehen. Ach, das war ein Schornstein, ich wollte sehen, was das da für ein riesen Pfeiler ist. Jetzt haben wir einen Strafzettel bekommen. Nein, das ist nicht Luigi. Schwach, Leute, schwach. Schwach, 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 schwach. Und wir haben gerade einen Strafzettel bekommen. Und das nur, weil ich hier diesen Schornstein sehen wollte. Was, ich dachte, was ist denn das für ein Riesenrohr? Ich dachte, das ist dieser Fernsehturm. Nein, das ist leider nur ein Rohr. Schornstein. Wie viel haben wir jetzt bezahlt für den Strafzettel? Hat das jemand gesehen? Und da hinten, da geilt sich schon wieder ein Busfahrer an unseren Hinterteil auf. Und ja, oh, wir fahren auch noch falsch. Was ist jetzt schon wieder los? Es läuft schon wieder alles gut, aber ich mach mir trotzdem Mut, denn ich weiß, alles wird gut, alles wird gut, denn ich hab ne Menge Mut. Ja, 350. Ninfan hat's richtig gesagt. Ich sag jetzt für die YouTube-Leute, sage ich jetzt nicht, was Ninfan gesagt hat. Das heißt, ihr müsst alle selber weiter überlegen. Ich werde jetzt nicht den Namen verraten. Für die YouTube-Leute. Ja, die YouTube-Leute. Wie ist der Pförtner? Diesmal verrate ich ihn nicht. Die YouTube-Leute sagen, oh Mann, jetzt hat es verraten. Ich wollte noch ein bisschen rumrätseln. Extra für euch verrate ich es nicht. Die einen werden jetzt sagen, oh nein, jetzt sagt sie es nicht. Ich halte es im Kopf nicht aus. Ich weiß es doch nicht. Doch, irgendwo in den alten Videos, da ist es ja. Da sind wir ja beim Pförtner. Oh, ich wollte gerade umdrehen, jetzt sagt er, oh. Cosi, meinst du nicht mal Lust, ein bisschen richtig zu fahren? Ja, ich will doch. Warte mal, kommen wir jetzt bis zum Fernsehturm ran? Kommt man hier... Warte, jetzt schnall ich was nicht. Kommt man jetzt so nah an den Fernsehturm ran? Ist mir noch nie aufgefallen. Ich glaube, ich stehe gerade wieder mal irgendwo so neben mir. Cosima steht neben sich. Dreht euch nicht um, die Cosi geht um. Junge, Junge, ich bin nicht ganz bei der Sache. Hier heißt die Kreuzung hintereinander abbiegen. Richtig. Sonst fährt noch einer rein, ich sehe schon kommen. Jetzt auch noch Slipstream. Komm schon, Slipstream. Bam, hör mal jetzt auf. Oh, er hat geknurrt. Naja, bei dem Scheiß, den ich gerade zusammengefahren habe, jetzt... Das war gerade so eine Art so ein WTF-Ding vom Volvo. WTF, so ein leises WTF, so ein What the fuck. Das war so ein leises What the fuck, hä? Ich fahr schon. Ich habe hier 540 PS, also sei ein bisschen vorsichtig mit deinem PKW. Rrrr. Nein, Natalu. Nein. Einmal nein, Natalu. Und einmal. Natalu meinte, sie hätte es. Sie hat gedacht, dass ein neuer Name der Pförtner, dass das ein neuer Name ist. Nein, das ist immer noch der gleiche Pförtner. Der hat dort einen guten Job bekommen. Ja, das ist nicht nur so ein Pförtner. Der hat den Job vom Onkel bekommen. Das heißt, es ist kein normaler Pförtnerposten.
böser Slipstream. Guter Slipstream, schöner Slipstream. Aber komischer Slipstream. Also dieser Pförtner, der da ist, ja, das ist kein normaler Pförtner. Erstens mal hat der Kontakt zum Onkel, weil der Onkel hat den dort eingestellt, diesen Pförtner. So, dazu kommt noch, der berichtet praktisch den Onkel, was in der Stadt so los ist. Ja, also der Pförtner. Weil keiner rechnet damit, dass der Pförtner irgendwie der Insider ist. Es kommt ja keiner darauf, dass der Pförtner sozusagen der Insider ist. So, und dann hat der Pförtner aber auch noch andere Aufgaben. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Sachen umgeschlagen werden oder Frachten und so. Also der Pförtner ist kein normaler Pförtner dort. Und deswegen ist der auch immer noch da. Dieserjenige, dessen Name nicht gesagt werden darf. Das ist ja fast Harry Potter mäßig. Also, dessen Name nicht genannt werden darf, weil die YouTube-Leute wissen es jetzt noch nicht. Also, die sind jetzt gerade alle am Überlegen, die YouTube-Leute, dessen Name nicht genannt sein darf. Berlin, mach's gut. War schön. Wir haben einen neuen LKW bekommen. Danke, Berlin. Und, ja. Und Ninfan wollte als Belohnung, was richtig geraten habe, wollte natürlich einen Playboy-Heft haben, wo ich natürlich auch sage, nein, natürlich nicht. Übel, der Dübel. Wow. Mensch, da fährt sie aber. Man hat das Gefühl, man ist in so ein Raumschiff oder so, ja, bis der nicht mal abgebremst hat. Aber er zieht das Ding gut an. Er zieht gut. Ah, und knurrt dabei. Warum knurrst du denn jetzt? Ja, so, er meinte, ich soll mich konzentrieren. Ja, du. Ja, Volvo, du hast ja natürlich recht. Du hast natürlich recht. Das sind so deine ersten Worte, ja, die du verlierst. Ich soll mich konzentrieren. What the fuck? Ja, also so eine Dinger kommen im Moment. Wie soll man denn da miteinander warm werden, wenn du so eine Dinger raus hast? Mensch, ich bin noch in den USA. So, jetzt wird's interessant. Jetzt kommt noch hoch. Jetzt geht's hoch. So, fahren wir mal einen sechsten hoch. Mit 21 Tonnen im sechsten hoch. Schauen wir mal. Ja, den hat er hochgezogen. Den hat er hochgezogen. Ich denke mal, den hat er sogar. Also den hat er im sechsten, hat er also zügig hochgezogen, kann man sagen. Junge, mein Freund. Den hat er zügig hochgezogen. Also jetzt, er hat jetzt nicht Geschwindigkeit, also er hat jetzt nicht, sagen wir mal, einen Kraftverlust. Man hat jetzt nicht Kraftverlust gespürt. Er hat den also zügig hochgezogen. Am 6. Ich bling trotzdem mal. Hoffentlich bling ich bling einfach mal. Ich kann mich im Moment, ich habe irgendwie gerade Konzentrationsmangel. Ich würde gerne den Chat lesen, aber im Moment wollte ich ein Stück mal fahren, weil mich mal aufs Fahren hier mal. Bestimmt ist es im Chat gerade sehr interessant. Und ich habe irgendwie Durst und mein Hals tut irgendwie ein bisschen weh und mein Kopf drückt. Also, es sind so viele Sachen gerade. Wisst ihr, was mir hier fehlt? Die Bommel ist so, unsere Bommel da hinten, unser Cam ist so weit weg dahin, das sieht so weit weg aus alles. Sonst haben wir doch die Bommel immer gesehen. Warte mal. Wir haben doch die Bommel sonst immer gesehen gehabt. Oh Mann. Spiel unterbrochen. Ja, logisch, ich will ja. Achso, deswegen. Wo ist denn das mit den Sitzen? Ach da. Wir haben doch sonst immer die Bommel gesehen. Natalie, guck, wo sie war. Sie sind uns ziemlich bei der Nation geeinigt. Was? Und das ist Cosi, war ihr beide nur wieder. Das entscheidet Cosi. Hallöchen, alle Neuen, ja. Hallöchen, alle Neuen, alle Alten.
Lass uns mal kurz testen. Ich will mal sehen, wie das uns fehlt. Unserem Bällchen haben wir doch mal gesehen. Wo sind denn die Bällchen alle? Warte mal. Ja, es geht ja nur vor und zurück. Warte, wir müssen uns merken, wie weit vor und zurück. Dass wir so nutzt, dass wir zurück machen können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee. Wie lange war das? Eins, zwei, drei. Vier. Wir können unser Bällchen nicht sehen. Da, 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 da. Zwar könnte man den Kopf neigen, aber das ist alles Murks. Das ist alles Murks. Aber wir haben sonst immer unser Bällchen gesehen. Haben wir so einen fetten LKW, dass wir unser Bällchen nicht mehr sehen da hinten? Also so weit da hinten. Es hängt fast vorm Spiegel, unser Bällchen. Oder haben wir unser Bällchen falsch angehangen? Haben wir unser Bällchen falsch angehangen? Drück R. Was mit Drück R? Was meinst du mit R, warte? Drück R. Standardeinstellungen. Nee, nee, nix R drücken. Wir müssen ganz, ganz nach rechts. Wir müssen ganz nach rechts. Ich habe das Schild gar nicht geschimmert. So, gut. Lassen rollen. Und den Spiegel kannst du auch gut sehen. Ihr könnt auch alles sehen, oder? Ihr könnt auch alles gut sehen. Ja. Guck mal, die Indianer wieder. Oh, die Indianer sind aber bis an die Straße gekommen. Die wollen jetzt hier nicht einen Überfall machen auf die Autos. Dann ziehen wir mal ein bisschen, warte mal, oder? Was gibt es hier Schönes zu sehen? Zeig mal her. Jetzt ist ja die Spur im Epilog. Wie sieht es denn mit deinem Epilog aus? Der Lichtkegel dann. Da schwappt das Flüssiggas aber hin und her. Du bist ja ein Kollege vor. Ich sehe schon, wir kriegen heute noch einen Crash. Wir kriegen noch einen Crash. Locker der fährt. Übrigens bei ATS, also bei unseren American Truck Simulator, habe ich auch den Geschwindigkeitsbegrenzer mit eingeschaltet. Also wahrscheinlich können wir da auch noch bis 90 fahren oder 90 Meilen oder sowas, keine Ahnung. Ich hab's gar nicht. Ich hab genau gewusst, dass der tanken fährt. Ich hab's genau geahnt. Kollege fährt tanken. Ich hab's genau gewusst. Wow, schau mal, wir fahren immer eine schöne Brücke rüber. Gesehen, nachdem wir Warnblinklicht eingeschaltet haben, ist der hinter uns plötzlich langsamer geworden. Also hat er uns nicht mehr am Hintern gehangen. Schauen wir mal, vielleicht wenn wir genug Abstand halten, dass der vielleicht sogar dann ausweicht. Also Warnblinklicht ist anscheinend wichtig. So. Ja.
Ja, Natalu, schlaf schön. Und wie sagt man? Gute Besserung oder so. Ja, wir machen auch nicht mehr lange. Wir fahren ja nur noch bis zur Dings. Das sind 140 Kilometer mal Feierabend. Dann haben wir die erste schöne Fahrt. Ja, das ist sogar ein schönes Bild hier. Warte mal. Da kriegen wir sogar ein schönes Bild. Ja. Das ist es. Warte, wir schalten um mit dem Bild, dass wir das amtlich haben. Warte, wenn der durch ist. Und, lächeln. Lächeln. Nein. Jetzt. Okay, dann machen wir ohne. Wir konzentrieren uns mal aufs Bild. Jetzt. Das ist es. Und nochmal ohne Dings. Nein, Mann. Ohne den. So, jetzt. Mit dem gelben, das ist die Warnblinklicht an. So. Jetzt war es perfekt. Und nochmal hier so. Genau, mit der Brücke. Lächeln. Jetzt. Achso, mit dem. So. Gut. Ja, Hupe. Ich hab da gemacht. Oh, das heißt, wenn Natalu geht, haben wir, glaube ich, keinen Admin da. Das heißt, wenn es wieder losgeht, müssen wir den sozusagen Chat verlangsamen. Dann machen wir den Chat wieder langsamer, damit sich die Gemüter dann wieder beruhigen, wenn sie kommen. Ne, warte mal, wir bleiben an dieser Spur hier. Nicht immer ganz aus. Wir wollen auch mal auf diesen Hauptstreifen fahren. Und nicht mal wie so eine Aussätzige ganz hinten irgendwo. Wir wollen auch mal vorne fahren. Langsam durchfahren. Kann man einfach so durchfahren. Kostet nichts, ja? Ist kostenlos. Kostenlos. For free. So Leute, wir haben unseren Volvo. Was sagt er dazu? Unglaublich, oder? Kursi braucht noch einen Mod. Oh, du Pfeife, du da vorne. Lief's nicht ja gut. Wir müssen ganz nach rechts, oder? Ich will auch mal da durchfahren, wo alle... mal da sogar, oder? Ne, fahren wir hier. Krieg aus. Mensch, schon lange nicht mal an so einer Mautstelle gewesen. Die kennt uns hier bestimmt, oder? Die kennt uns doch hier. Mal gucken, ob die gleiche da sitzt. Ich sehe noch nichts. Wie viel haben wir es denn? Na, Band, es ist schon 21 Uhr, heißt also Na, Band. Ja, tschüss, wir müssen, yes, wieder rein nach Polen, klar. Was? Ja, lange nicht mehr gesehen? Ja, jetzt erkenne ich dich. Ich habe schon so viele Menschen in der letzten Zeit gesehen. Ich habe schon so einen Kopf, ja, so einen Schädel, mir brummt gerade so der Schädel. Ich sag mal, ackern, dann brummt ja so der Schädel seit dir. Klar, ich habe dich auch nicht vergessen. Also, nicht wirklich, also, ich war ja Kopf voll. Ja, logisch. Gut, was, wir sollen fahren? Ne, wir können noch ein bisschen. Wir können noch ein bisschen, sonst keiner da. Wir können noch ein bisschen quatschen. Ich glaube, da kommt jetzt ein Kollege, den kenne ich. Na gut, wir quatschen und wir sehen uns. Wir kommen ja öfters vorbei. Wir fahren, in Polen fahren wir öfters. Gut. Sie hat sich gerade gewundert. Ja, sie hat schon gedacht, ich erkenne sie nicht oder so. Haben wir gerade noch mal so gerettet. Na klar, Mensch, vergesst mal, wenn man so viel zu tun hat. Wir fahren sozusagen, fahren wir den Unwetter entgegen, nee, oder? Doch, da hinten sieht es auch nicht an.
Was los, Volvo? Warum knurrst du? Was drückt, wo drückt denn der Schuh? Wo drückt der Schuh? Läuft doch wohl Gas aus oder so. Weißt du wieder was ich nicht weiß? Ah, guck mal, komm. Das war witzig immer. Wisst ihr, was wir noch machen können? Wir können auch zwischendurch mal den Chat abschalten, das geht auch. Das ist auch eine Idee. Das ist auch eine Idee. Nee, ich glaube, Slow-Modus ist immer ganz lustig. Das entschärft alles ein bisschen. Ich weiß bloß noch nicht mit der Farbe. Ich weiß nicht mit der Farbe. Oder ob wir einen anderen Grünton wählen. Da muss man in Ruhe drüber nachdenken. Achso, warte. Oh, ich komme nicht raus. Jetzt. Guck mal, ich kann es wieder machen. Voll cool, oder? Voll cool. Finde ich ja voll cool. Jetzt klappt es wieder. Neulich ging es ein bisschen problematisch, aber jetzt geht's wieder. Voll coole Sache. Macht dich da richtig Spaß. So, und warte. Ah. So. Cool, oder? Das bringt da richtig Bock. Echt, Mut ist da? Wer ist denn da? Nee, ist keiner da, Nenfan. Ist keiner da. Wir müssen uns wieder selber beschützen ein wenig. Nee, Nenfan, das bin ich. Das mach ich. Das mache ich ganz alleine. Warte mal, ich mach mal aktualisieren. Na, ist ja auch klar, oder? Ist ja logisch. Wenn die Mods weg sind, ist doch klar. Und dann vor allen Dingen ist ja auch Freitag. Und morgen erst wieder und Sonntag erst wieder. Das ist ja ganz klar, das kennen wir doch. Das kennen wir doch. Warte mal, ich guck mal. Nee, genau, kein Mod da. Dann lassen wir es mal so. Stört ja nicht. Ist ja auch schon spät, da kann man sich beruhigt mal zurücklehnen und einfach mal genießen. So, warte mal, ich muss mich konzentrieren. Hallo, und wie gesagt, läuft doch alles mit dem Fahren, das läuft alles. So, mal sehen, wann wir das nächste American Truck Ding machen. Also, wann wir die nächste ATS-Aufnahme machen. Oder LS15. Mal sehen. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auf das nächste LS15 oder das nächste ATS. Ich freue mich schon. Ich muss dann, wie gesagt, ich freue mich schon auf das nächste Ding, aber ich muss auch in Stimmung sein. Ich will ja das mit Spaß machen und so. Natürlich erstmal nur exklusiv auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, ist ja klar. Es reicht ja schon, wenn wir die Eierköpfe sozusagen bei ETS haben. Wir wollen natürlich, erstmal wollen wir schön geschmeidig unseren American Truck Simulator bei YouTube genießen, genauso wie LS15. Logisch. Das wollen wir uns doch von den Eierköpfen erstmal nicht kaputt drehen lassen. Also, nee, Mensch, das ist klar. Erstmal, wenn wir uns so richtig ausgenossen haben, dann vielleicht irgendwann mal, ja, irgendwann mal vielleicht dann im Livestream. Aber erstmal genießen für die YouTube-Leute. Also unter uns YouTube-Leuten. Auf jeden Fall. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht geblitzt werden. Also wir sind ja die ganze Zeit viel zu schnell. Muss man also auf die Schilder aufpassen. Da bin ich ja unheimlich gut drin.
Wie viele Kilometer haben wir denn noch? Jetzt geht hier wieder Ärger los. Boah, heute bin ich echt nicht ganz bei der Sache. Das heißt, jetzt wo wir praktisch, hier fahren wir den Kollegen hinter. Jetzt wo wir praktisch LS15 am Start haben, also bei YouTube und auch American Truck Simulator am Start haben und endlich mal Aufnahmen machen können, dass alles läuft, kann ich jetzt praktisch als nächstes dann, meine kleinen Sendedinger da machen, meine kleinen Extras, die ich machen wollte, wovon ich schon drüber gesprochen hatte. Jetzt kann ich das endlich machen, weil die anderen, das läuft jetzt, das ist alles eingestellt, da brauchen wir sich nicht mal drum kümmern, um die ganzen Einstellungen und so. Das heißt, ich kann mich jetzt dann sozusagen mal drauf konzentrieren, so ein bisschen. Also da kann man sozusagen einsteigen, also bei LS15 oder bei ATS kann man jetzt einsteigen, Spaß haben, muss jetzt sich keine Sorgen mehr machen über irgendwelche Einstellungen und so. Das heißt, jetzt kann ich mich mal konzentrieren auf, also die meckert schon. Ja, ich habe gerade mit den Leuten hier geredet, ja, wir sind da schon da. Ja, beeilen! Ich finde mal lustig, wie Leute kommen, die einfach nicht schnallen, dass wir hier eine Simulation spielen. Das ist immer abgefahren, oder? Dass die das nicht schnallen, dass wir das für eine Simulation spielen, das schnallen die immer sogar nicht so richtig. Tja. Oder die wissen nicht, wie man eine Simulation spielt. Das kann natürlich auch sein. Gut, auf jeden Fall. So, das heißt, ich kann jetzt endlich meine kleine Sendung machen, die ich so machen will. Meine kleine YouTube-Sendung, die ich immer machen will. Nee, Sendung ist es ja nicht direkt. Wie nennt man sowas? Ja, meine kleine Videoreihe, so meine kleine persönliche, die ich unbedingt machen wollte. Das kann ich mich mal ein bisschen drauf konzentrieren. Also diese kleine, wovon ich euch noch nicht so richtig was erzählt habe, also ihr werdet es ja sehen. Also für die YouTube-Leute jetzt. Warte mal, ich wollte was testen. Ich bin voll nicht bei der Sache. Ich bin nicht bei der Sache. Vor allen Dingen ist es so ruhig. Es fährt sich so ruhig mit dem Volvo. Also am meisten Action hat man mit den Iveco bis jetzt. Also da hat man wirklich Action gehabt. Ich grüße mal alle Neuen, ja? Entspannt euch. Lehnt euch zurück. Genießt die Fahrt. Kollegen grüßen. Ja, wer sich wundert, warum ich mal so mache. Ich grüße die Kollegen hier. Wir spielen eine Simulation. Denkt dran. Also wir machen hier nicht nur einfach eine Fracht anhängen und losfahren. Das machen wir hier auf unserem Kanal nicht. Und es ist schon spät. Es ist schon wieder spät. Nymfer meint, heute haben wir viel geschafft. Meinst du? Ja, ist ja auch mal, die Zeit war halt günstig dafür. Ja, die Zeit war günstig, da konnte man einiges mal schaffen. Morgen machen wir vielleicht wieder kürzer. Wer weiß, was morgen wieder los ist. Ist ja auch nicht so schlimm. Dadurch, dass wir ja täglich Livestream machen, spielt das also alles keine Rolle. Ein Tag mal mehr, ein Tag mal weniger. Spielt alles keine Rolle. Wir machen ja täglich, von daher. Warte mal, jetzt können wir endlich mal das Fernlicht einsetzen. Ich will mal das Fernlicht einsetzen. Wir haben jetzt einen wesentlich weiteren Strahlwinkel, also einen Lichtkegel. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 11. Und unser Bett, sag mal, haben wir so viel? Nächste Pause in 4 Stunden. Ah, darauf habe ich gewartet. Darauf habe ich gewartet. Da muss man noch ein bisschen warten, dann kommen sie. Dann kommen sie. So, weiter geht's. Wie schnell, habt ihr gesehen, wie schnell ich das drauf habe? Verrückt, oder?
Naja, Erfahrung. Tägliche Erfahrung, kann man sagen. Ich frage mich, die Zuschauer, die immer da sind, ja, so die Insider, also die, sag mal, die, ja, Fans, sag mal Fans, ja, also die halt, die gerne zuschauen, die immer täglich da sind. Ich frage mich, was die Leute so darüber denken, also die täglich da sind und gerne zuschauen. Was wohl die Leute, also was ihr so, also die immer da sind, auch die YouTube-Leute, ich frage mich, was ihr immer so denkt über diese Leute, die bei uns immer kommen. Ich frage mich, was ihr so darüber denkt. Mensch, das haben wir gar nicht begrüßt. Potsnen! Shesh! Oder stand auf dem Schild. Ich frage mich immer, was die, so, die Zuschauer halt, die gerne gucken, ja, die immer da sind, was die so denken. Die denken bestimmt auch immer, oh mein Gott, ey. Also wenn diese Leute kommen, dann denken die immer, oh mein Gott, da ist er wieder. Da ist ja so einer. Die lachen sich, ich denke mal, die immer gerne zuschauen, öfter zuschauen, die lachen sich wahrscheinlich mal kaputt. Über die ganzen Klapsis. Also wenn ich jetzt sagen, wenn ich jetzt ein Zuschauer wäre, ich würde immer denken, wow, was ist denn da los? Als Zuschauer würde ich immer denken, was ist denn da los? Es kann doch gar nicht sein, dass es echt so viele davon gibt. Dass es so viele Honks gibt. Ich würde, als Zuschauer würde ich das gar nicht begreifen, weil Mama, gibt es echt so viele von denen? Könnte man gar nicht denken. Also so viele. Als Zuschauer würde ich das gar nicht verstehen. Warte, ich muss mich konzentrieren. Concentration. Mensch, es ging alles flüssig bis jetzt. Dafür, dass ich halb verwirrt bin. Ja, Mensch, Ninfer, morgen spielen wir die Schwulibärs, glaube ich. Die haben jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Dass wir irgendwann mal zu den Lesbobärs kommen. Dass wir den Lesbobärs und die Heterobärs spielen, ja. Dazu muss man erstmal die Schwulibärs fertig bekommen. Weil sonst, wenn wir alle gleichzeitig spielen, die Lesbobärs, die Schwulibärs, die Heterobärs, dann kriegen wir, werden wir verrückt im Kopf. Wir müssen erstmal eine irgendwie abgeschlossen haben. Und dann die Frage, wo wir die Lesbobärs spielen. Im ersten Teil noch oder im zweiten Teil? Dann weiß ich noch nicht. Ich habe genau gewusst, dass der rumzieht. Ich habe genau gewusst. Das ist falsch. Oh, ich bin auf dem falschen. Ich wollte gerade sagen, ich bin auf dem falschen Hof gefahren. Ja, ich bin bei der Sache. Man merkt, Cosi ist bei der Sache. Cosi sitzt im LKW. Ja, aber ich sitze im falschen LKW. Ich sitze gerade bei ATS sitze ich drin. Ich sitze schon im American Truck Simulator drin. Ich sitze im falschen Truck. Naja, mal nächstes Mal im Hof. Da gibt ja auch die Frachtpapiere ab. Oh! Bis hier eine Antwort kommt, dauert der jetzt, oder? Ich sag mal alle Leute, alle Zuschauer, ihr gebt mal wieder die Frachtpapiere ab. Genau, im Potsnä, das heißt, wie habt ihr euch verkleidet im Potsnä? Weiß ich gar nicht mehr. Ja doch, jetzt weiß ich wieder. Und zwar, wir haben ja gesagt, die polnischen Leute, die ackern wie die Tiere, die machen gute Geschäfte, verkleidet euch mal als Arbeiter. Ja? Keine Ahnung, hier Elektriker, Klempner, Maurer, verkleidet euch alle mal unterschiedlich als Arbeiter. Das macht einen guten Eindruck, weil die ackern ja auch wie die Tiere. Die Polen, deswegen macht einen guten Eindruck. Jetzt so halten die alle. Kann man nicht mehr. Fahrt doch einfach einen Schnitt drumherum. Ich wollte mal in Ruhe und was trinken, Mensch. Aber vielleicht sind ja auch die immer kommen und sich so aufregen. Oder vielleicht sind die gar nicht verwirrt, vielleicht haben die bloß keine Fantasie und merken einfach nicht, dass wir eine Simulation spielen. So richtig volle Pulle simulationsmäßig. Kann ja sein, dass diese Leute gar keine Fantasie haben und deswegen das gar nicht kapieren. Das kann auch sein. Also praktisch hat ja nicht jeder Fantasie. Vielleicht haben die keine Fantasie und verstehen das gar nicht, was hier los ist. Ja, die haben gar keine Fantasie und schnallen das gar nicht wahrscheinlich. Dass wir hier volle Pulle eine Simulation spielen, das schnallen die gar nicht mit so. Ja, das wird es wahrscheinlich sein, die haben keine Fantasie. Da muss man natürlich Verständnis für haben. Denn wir sind hier ja in der Simulation. Das heißt also, es muss ja alles simuliert werden, theoretisch, wenn man richtig gut ist. Und wir kommen da nicht rum, ich sehe das schon. Nabend, oder was haben wir? Doch, Nabend. Wir sollen ja Fracht abgeben. Durchfahren, okay. Tja. Stimmt, die haben keine Fantasie. Die wissen nicht, wie man eine Simulation spielt. Also Rollenspiele, ne? Rollenspiele. So wie DSA, das schwarze Auge. Ja, das kennen die Leute nicht, wahrscheinlich. Das heißt, mit diesen Leuten könnte man also kein schwarze Auge spielen.
Also die haben sozusagen keine Erfahrung, die wissen gar nicht, was ein Rollenspiel wahrscheinlich ist. Ja, das wird sein. Mensch, jetzt, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Also die Zuschauer, ihr gebt mal die Frachtpapiere ab. Denkt dann als Arbeiter verkleidet. Ja, Mensch, morgen die Schule wird. Das ist eine Idee. Ich bin mal gespannt auf die Lesbo-Bärts, wenn wir die Lesben spielen. Oh Mann, was mache ich denn? Was ziehe ich denn da für eine Show? Wie spielen wir denn die Lesbo-Bärts? Ich weiß gar nicht, wie wir die Lesben spielen sollen. Das weiß ich gar nicht. Ach ja, guten Abend. Hallöchen und guten Abend. Alle Neuen, alle Alten, die YouTube-Leute nochmal. Jetzt rum und 100% eingepackt. Na klar, Mensch. Probieren wir doch. Der Wille ist immer da, aber ob es so klappt, ist noch wieder eine ganz andere Frage. Ah, können wir mit dem Spiegel testen. Jetzt haben wir endlich einen Spiegel da vorne. Und unsere Bommel ist so weit hinten. Ich frage mich, ob man die weiter nach vorne, noch zu uns hier holen kann, die Bombe. Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Aber gar nicht verkehrt. Also mit diesen komischen Behälter-Aufliegern, da bin ich echt, das ist nicht so, da muss ich noch üben. Wo ich gut bin, wenn ich einen richtigen Auflieger mit Planer habe. Aber diese komischen Dinger, da muss ich mal meine Bezugspunkte mal finden. Aber ich denke mal, es sieht nach 100%, 150% aus. Oder? Oh. Doch. Oder? Schauen wir mal. So, ihr gebt ja die Frachtpapiere schon ab. Das heißt, wir können ja mal gucken, was ich hier... Ach du Shit! Was ist das denn? Was denn? Ach du meine Güte! Das sind ja... Nee, Mensch. Das sind ja... Das sind ja nicht mal... Das ist ja weit weg von 150%. Ach du Schande, das sind ja... Wenn es hochkommt, ist es gerade mal 90%. Ach du Schande, ich habe ja so lange schon... So schlecht habe ich jetzt schon lange nicht mehr eingepackt. Das sind ja fast schon 89. Das sind sogar schon 89%. Oder sogar 88. Sag mal, das kann man so nicht stehen lassen. Was ist denn jetzt los? Das sah doch aber gut aus. Ah, das war dieses alte Leim, wenn es zu weit nach links ist. Das war ja schlecht. Ja, es ist dunkel, ich kann nicht sehen. Ich habe einen neuen LKW. Oder wir, besser gesagt. Ja, ich muss das ja mal alles einpendeln. So. Ja, von hier schon außen rollt noch. Yes! Okay, jetzt. Zeig mal her. Das war ja peinlich. Mann, das sieht aber... Aber jetzt ist es auf jeden Fall... Wenigstens haben wir jetzt 100%. Sogar eigentlich schon 110. Ja, es sind wieder unsere 110, 120, so 110. Okay. Unsere erste Fracht, Leute. Wir haben es geschafft. Wollen wir noch ein Foto davon machen? Unsere erste Fracht, die wir mit dem gefahren sind. Zack. Das hier. Wie viel Zeit haben wir? 2 Stunden. Na super. Lächeln. Gut. Und hier. Unsere erste Fracht, die wir mit dem gefahren sind. Gut. Dich. Baff, buff, baff, dann, bam, bam, cheng. Oh, was, so viel Geld haben wir bekommen? ADR, Klasse 3. Wofür haben wir einen Erfahrungsbonus?
2000 Erfahrungspunkte für den Level 19. 9503, Mensch, Leute, also habt ihr seid ihr die Zuschauer, ihr habt ja alle abgegeben, die Frachtpapiere. Mensch, habt ihr euch richtig ins Zeug gelegt, habt ihr richtig Mühe gegeben. Ich bin echt stolz auf euch. Mensch, ich muss heute auf alle stolz irgendwie sein. Natalu hat sich Mühe gegeben als Moderator. Ninfan hat sich Mühe gegeben. Na gut, dem ist nicht immer Mühe. Aber Mensch, alle geben sich Mühe. So ist was los hier heute. Der einzige Mensch, der sich heute nicht so viel Mühe irgendwie scheint zu geben, bin wahrscheinlich ich. Ihr seid heute alle am Glänzen und ich irgendwie nicht. Ihr seid heute alle voll die Streber irgendwie und ich leider nicht. Der einzige, der heute kein Streber-Mensch ist, bin ich hier. Das ist aber traurig. Ich will auch ein Streber sein. Oh, die Farbe. Oh, ich schreibe mit Augen. Junge. Es brennt aber in den Augen, sage ich. Ich weiß nicht, ob wir das so lassen. Aber gut, wir haben ja schon Pink Panther gehabt. Von daher, das ist schon irgendwie hardcore. Ich kann mir nicht. Es fehlt so ein bisschen die schnittige Wärme. Irgendwie so ein bisschen. Es fehlt irgendwie. Irgendwas fehlt. Ich weiß nicht, was fehlt. Irgendwas fehlt. Ja, vorne. Es fehlt vorne irgendwas. Genau. Ja, genau. Jetzt siehst du das mal, es fehlt vorne was, es fehlt dieses Kühlerding. Genau, wir fahren jetzt in die Werkstatt, so geht's. Dieser fehlt vorne, es muss vorne noch was ran, genau. Warte mal, fehlt denn, hatten wir nicht vorne noch irgendwas dran gehabt? Haben die uns beschissen beim Händler? Genau, jetzt weiß ich, was fehlt. Vorne fehlen diese Stänkchen noch, wenigstens ein bisschen Stänkchen da vorne. Ja, das fehlt. Das machen wir. Ja, nee, das machen wir morgen. Wir sind ja täglich da. Das machen wir morgen. Da fehlt noch vorne, was sieht einfach zu platt aus vorne. Genau, da fehlt noch irgendwas Bollwerkmäßiges. Los, fahren wir ins Hotel. Nein, wir haben richtig, jetzt können wir mal richtig im Hotel wilde Sau spielen. Genau, wir fahren jetzt erstmal ins Hotel, machen unsere schöne Einweihungsfeier und so. Machen eine schöne Party im Hotel. 4 Sterne, ist ja wahrscheinlich 4-Sterne-Hotel, schön. Mit oben Whirlpool, Zugangskarte und ich mit den 2 Dienstmädchen auf meiner Präsidentensuite-Zimmer alles. Ja, das machen wir jetzt alles. Und morgen fahren wir zum Händler. Also zum mir. Ich weiß nicht, ob es ein Händler oder Werkstatt. Morgen in die Werkstatt. Was gibt es überhaupt so Leckeres als Angebot? Nur mal so, dass wir mal so einen kleinen... Ditsch. Holzbalken. Nee, nix Holzbalken. Oh, mehr gibt's nicht. Naja, so oder so. Warte mal, was wäre denn das hier, oder? Aber leider sind wir sowieso schon zu müde und. Leider nicht. Wer Lust hat, kann übrigens für den neuen LKW voten. Wenn ihr eingibt, Ausrufezeichen ETS, könnt ihr für den neuen LKW voten. Was ihr meint, welcher es werden könnte, um einen Preis zu gewinnen. Ihr wisst ja, unsere Fantasiepreise. Der übrigens für den Scania hätten wir auch den Sound nehmen können. Genau. Nee, dieses nervige Rückwärtsfahren, das war bei dem Scania, aber bei Scania Truck Driving Simulator, da war dieses nervige Rückwärtsfahren. Genau, das war nicht bei ETS. Das war bei Scania, bei den Scania-Spielen war das. Genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Cool. Danke an Zombie Killer und an Infern fürs einen Tipp fürs Machen. Der startet auf jeden Fall hier schön, oder? Der Volvo startet schön. Aber ich hole euch alle am Eingang wieder ab. Ab ins Hotel. Der zieht gut an. Der zieht gut an, der Volvo. So. Einsteigen, ich quatsch mit dem Vierter noch. So, wir haben alles abgegeben. Ja, alles super. Gab es keine Probleme. Gott sei Dank. Ich meine, wir hatten ja flüssiges Gas und so. Das war schon. Ja. Ja, dann mach's mal gut, Kollege. Wir fahren jetzt ins Hotel. Das haben wir uns verdient. Wir wollen mal eine Runde schlafen. Du hast ja, was hat er? Er hat Spätschicht, oder? Er hat Spätschicht. Das heißt, er muss bis 5, 6 oder sowas muss der arbeiten. Dann noch ein frohes Schaffen, Kollege.
Seid ihr alle drin? Tür zu. Achso, wir haben keine, wir haben uns gar keine Route gesteckt. Keine Route mit der Uten, nee, keine Route mit der Ute mit der Guten. Okay, dann erstmal dahin und morgen mal einen Katzensprung rüber zum Werkstatt dann. Um erstmal ein bisschen was zu schrauben und zu löten an unseren LKW. Ich frage mich, wie lang unsere Aufnahme wird. Insgesamt läuft OBS jetzt schon 4 Stunden. Naja, wenn man davon so 1,5 Stunden abzieht, sagen wir mal, für Blades of Time und dann nochmal zieht man nochmal so 10, 20 Minuten ab für die Pausendinger, dann müsste der restliche Zeit, müsste die restliche Zeit der ETS sein. Ja, nee, reden ja doch 20 Minuten, bevor irgendwas losgegangen ist, ja, könnte ich auch kommen. Das war gerade wie ein Déjà-vu gerade. Der vorhin kam auch so ein LKW gerade so rein in den Kreisverkehr. Wo ist denn das Hotel? Ich sehe es gar nicht. Wir sollten eigentlich schon da. Da! Wie kommen wir denn da hin? Von der anderen Seite oder wie? Wo ist unser Hotel? Ah, die Ampeln sind aus, dann können wir ja durchfahren. Ach, Leute, 0 Uhr fast da. Wir fahren wieder bei Nacht durch die Gegend. Bei Nacht und Nebel. Achtung, Fußgänger. 3-Stunden-Aufnahme, meinst du denn, Fan? Das ist eine 3-Stunden-Aufnahme? Na, mal sehen. Oh, das ist eine Erhöhung hier. Mist. Dann bleiben wir hier unten. Bleiben wir in der Mulde stehen. Guck mal, so sehen wir den Ball. Oh, ich denke mal, mit dem haben wir keine Probleme, den LKW, dass er anzieht, wenn wir jetzt in einer Auffahrtung sind. Ich glaube, mit dem haben wir keine Probleme. Ich hole jetzt unser Hotel hier. Oh, der Blinker klingt, wie sagt man, der Blinker klingt wie vorantreibend, so ein vorantreibender Blinker. Also jetzt nicht stressig oder nervig wie der eine, wer war denn das? Beim Renault war das, glaube ich. Wer war denn mit dieser, wo der Blinker wie so ein Mann war, so ein Mannblinker sozusagen. Hier haben wir eher so einen beständigen, vorantreibenden Blinker irgendwie. So, warte, ich lasse euch raus. Na, die Kollegen, oh. Der Platz ist voll mit Kollegen. Mal sehen, was alles gibt. So, warte. Aussteigen. Alle aussteigen. Ach, Mensch. Heraus. Gut. Tür zu. Schaut mal, das ist, glaube ich, zum ersten Mal diese Spur hier vorne frei, oder? Die erste, kann es sein, dass die immer belegt war, diese erste Parkbucht hier? Ich glaube, die war immer belegt, oder? Dann stellen wir zum ersten Mal auf diese Parkbucht hier. Ich will auch mal hier stehen. Da steht, ich glaube, da stand immer ein LKW, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber entweder waren sie alle weg, oder ich habe das Gefühl, dass immer diese Bucht da, guck mal, ey, das ist wie unser. Hat ein Dreiachser. Ich wollte gerade sagen, hat einer unseren Scania geklaut? War es ja ein Dreiachser. Ich dachte gerade, uns hat jemand, unser Scania wurde geklaut. So, hier haben wir einen Volvo. Kollege, ja, wir haben jetzt neue Kollegen. Wir haben jetzt Volvo-Kollegen. Auch ein Dreiachser. Der verdient auch. Mann, die verdienen alle gut Geld, die Kollegen. Und der da? Hier ein Spiegel steht im Weg. Zweiachser. Renault. Was haben wir hier? Noch ein Volvo. Hey, wir haben ja jetzt 4 Volvo. 4 Volvo gegen einen Renault. Ich denke mal, der Platz gehört den Volvo-Leuten. Das sind praktisch, dann haben wir jetzt, warte mal, das sind 2 Dreiachser und dann haben wir 3 Zweiachser. Nimm mal ein Klatschen. Wir stellen uns natürlich jetzt logisch bei den Volvo-Kollegen hin. Oder eher, wir stellen uns, ich möchte ganz vorne bei dieser Dings stehen. Ich möchte hier ganz vorne stehen. Das ist halt normal. Ich will heute hier stehen.
Ich glaube, der Platz ist oft belegt hier. Ich weiß nicht warum, aber der Platz ist oft belegt. Mensch, wir haben die erste Fahrt geschafft. Mit dem neuen LKW. Ich kann es gar nicht glauben. Das hat ja lange gedauert, oder? Das hat echt lange gedauert. Jetzt haben wir ihn. Ich bin mir bloß mit der Farbe noch nicht so einig. Vielleicht nehmen wir auch diese Standardbetriebsfarbe, die Werksfarbe, die man da so angeboten bekommt. Mal sehen. Mal ein paar Tage mitfahren. Schauen wir mal. Da habe ich uns eine ganz schöne... Also die Farbe, die ich uns da gezaubert habe, ich weiß nicht, ob ich mit diesem Zauber so... Das sticht so echt... Das ist schon... keine Ahnung. Der mysteriöse Volvo, kann man das Ding nennen. Der Mister. Warte mal, ich mache meinen Chat jetzt wieder normal. Ich mache mal Chat wieder normal. Slow Mode aus. Zack. Das ist er wieder aus. Kann man noch ein bisschen rumbannen, ne? Wenn noch was kommt. So. Ach, Leute. Ja, aber wir müssen aber erstmal vorne erstmal die Stängchen, so Stangen ran machen. Also, wie heißt das? Stoßdämpfer? Ja, nee, na. Ja, die Stangen vorne ran. Dass er noch ein bisschen mehr, ja, wie sagt man, Volumen, Tiefe bekommt. Genau, deswegen kann, vielleicht wirkt er dann noch ganz anders. Mal sehen, irgendwas. Wie viel Geld haben wir denn? 87.000? Da muss was ran, da muss irgendwas ran noch. Irgendwas muss ran. Stangen sind ja erlaubt, das dürfen wir ja. Bloß Motor ist verboten. Motor darf man nicht einbauen erstmal. Motor ist erlaubt, Stangen nicht. Weil wir spielen ja nach einer Geschichte und in der Geschichte haben wir ja Regeln. Und wir müssen uns ja an diese Regeln müssen wir uns ja halten. Einmal haben wir ja schon schwer diskutiert. Einmal haben wir ja schwer diskutiert, wo es darum ging, gegen die Regeln zu sein. Ja, und schweren Herzens mussten wir uns ja an diese Regel halten. Einmal hatten wir ja schon mal so einen Diskussionspunkt gehabt, wegen einer Regel. Wegen eines Punktes im Regelwerk. Im Reglement, hä? Im Reglement. Gut. Wollen wir so ein Abschiedsfoto machen? So ein trauriges? Nein, morgen sehen wir ihn ja wieder. Lächeln? Das ist kein gutes Foto, aber es ist zumindest ein Foto. Da fehlt irgendwie, irgendwas fehlt. Es fehlt noch was. Na ja, mal sehen. So, gehen wir es mal raus. So geht's wieder, wenn er nicht ganz so nah ist, von Weitem geht's. Zack. So, ich schmeiß erstmal die YouTube-Leute raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mensch, das ist eine lange Aufnahme geworden, oder? Gleich werde ich es wissen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt alles erstmal, oder? Ist doch gut. Jetzt können wir ganz geschmeidig wieder mit der normalen Arbeit anfangen. Also Geld verdienen und das jetzt. Und ab jetzt ändert sich die Geschichte. Ja, jetzt beginnt eine neue. Also es ist noch die gleiche Geschichte, aber die Geschichte ist. Das heißt, sie ändert sich nicht. Aber wie sagt man denn? Ja, wir schlagen jetzt. Die Geschichte nimmt halt eine kleine. Der Verlauf ändert sich halt. So, in der Geschichte. Aber mehr dazu dann halt ein andermal. So, erstmal für YouTube-Leute. So, die schalte ich mal zuerst an. Völlig.